Ihr seht gleich die Aufzeichnung des dritten Stuttgarter Master Comedy Clash, dem großen Jahresfinale mit 8 Monatsgewinnern und einer Nachrückerin. Es war ein sehr lustiger und langer Abend. Viel Spaß mit der Show! Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Stuttgarter Master Comedy Clash, die Show mit dem längsten Namen Deutschlands. Ja, wir feiern heute das Jahresfinale der dritten Saison. Schön, dass so viele Leute hier sind. Ich freue mich unheimlich auf den Abend und ich würde jetzt sehr gerne hören, wie es sich anhört, wenn über 300 Comedy-Verrückte Stuttgarter sich auf die Show freuen. Macht mal Lärm! Ja, und das könnt ihr heute noch sehr, sehr oft machen. Es wird ein sehr lustiger und auch langer Abend heute, deswegen fangen wir auch schon gleich an. Begrüßt mit mir den Moderator des heutigen Abends. Er ist seit knapp 20 Jahren Sänger von Fünf, eine der bekanntesten A Cappella-Gruppen Deutschlands. Und es ist mir eine große Ehre und Freude, dass er heute durch den Abend führen wird und auch eigene Nummern bringen wird. Macht einen richtig, richtig großen Applaus für Christian Langer. Viel Spaß mit der Show. Hey Stuttgart, schönen guten Abend. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total auf diesen Abend. Es wird, wie der Marc schon gesagt hat, ein sehr langer Abend heute. Aber ich habe schon gehört, ihr seid gut drauf. Seid ihr gut drauf? Yeah. Habt ihr viel Zeit mitgebracht? Yeah. Wer muss morgen früh aufstehen? Hand hoch. Scheißegal. So, schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, dieser Laden hieß ja früher Comics, war ein Schwulenclub. Und schön, dass immer noch dieselben Typen hier rumhängen. Das ist echt toll. Viele bekannte Gesichter von damals noch. So, der Marc hat es gesagt, Master Comedy Clash. Wer von euch weiß nicht, was ihn heute erwartet? Hand hoch, gibt's jemand? Oh, es sind doch einige. Warum seid ihr dann hier? Nicht freiwillig? Wer wurde gezwungen? Hand hoch. Niemand. Ihr seid einfach so hier langweilig. Sonntagabend, Tatort, egal. Langweilig. Gut, also ich erkläre es mal für die, die es nicht wissen. Heute Abend werden die Sieger der monatlichen Ausscheidungen auftreten gegeneinander. Also es gibt ja 9 monatliche Veranstaltungen hier und die jeweiligen Sieger sind heute hier. Vorhin hat leider noch einer abgesagt, das heißt, wir sind zu 8 heute, 8 Künstler hier auf der Bühne und am Ende des Abends habt ihr dann die Möglichkeit, mit dem Chip, den ihr bekommen habt, am Eingang den Sieger des Abends dann zu küren, also nicht einstecken dann für den Aldi-Einkaufswagen, sondern ihr könnt ja nachher hier vorne werden nachher Büchsen stehen und da könnt ihr die Chips einwerfen und dann wird es heute Abend einen Comedy Master geben. Und ja, genau, die Künstler des heutigen Abends werden wie die letzten Monate auch 15 Minuten von ihrem Programm zeigen. Also es wird eine ganz schön lange Geschichte heute und jetzt brauchen wir aber heute Abend noch jemanden, der die Zeit ein bisschen misst. Und zwar wäre es gut, wenn wir hier vorne jemanden hätten. Es gibt nämlich so eine Hupe, die sieht so aus. Wir wollen ja, dass alle, die auftreten, dieselbe Chance haben heute Abend. Deshalb bekommt jeder wirklich nur exakt 15 Minuten. Und jemand von euch hier vorne hat die wundervolle Aufgabe, nach 15 Minuten diese Hupe zu betätigen. Schauen wir mal, wer hat Bock auf einen super Job hier vorne? Mal Hand hoch. Hat jemand irgendwie so einen Beamtenjob oder so, beruflich? Sag ich mal, ich sehe euch ganz schlecht. So, wen suchen wir denn raus hier? Vielleicht kein Mädchen, weil die Frauen sind dann eher so, ach, der war so süß, machen wir noch 3 Minuten. Nee, deshalb, du siehst super aus. Hä? Wie heißt du denn? Jochen. Jochen. Jochen, was machst du beruflich? Ich bin Lehrer. Lehrer, fantastisch. Super. Wie heißt du mit Nachnamen, Jochen? Hock. Herr Hock, ich habe da noch eine Frage. Oh, das tut mir leid, jetzt ist der Unterricht leider vorbei. So machst du das nachher nach den 15 Minuten. Und ich gebe dir gleich mal diese Hupe. Probier mal, ob es auch geht.
Super. Du bekommst auch was dafür, dass du diesen verantwortungsvollen Job übernommen hast, nämlich eine Flasche Wulle. Du kannst auswählen zwischen einer Flasche Wulle und zwei Flaschen Wulle. Was möchtest du? Zwei Flaschen Wulle. Super. So. Ja. Ja, die kriegst du jetzt schon. Kannst auch gleich trinken, dann wird es ganz lustig heute Abend. Ist es deine Freundin oder Frau? Oder? Ja? Teilst nicht mit ihr oder trinkst alleine? Nee, sie kriegt auch eine Flasche, super. So, vielleicht soll ich noch kurz sagen, was zu gewinnen gibt. Es gibt ja einen ersten und einen zweiten. Der erste Preis ist ein Preisgeld von 300 €. Und dann gibt es diese wunderschöne Trophäe. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, ist so ein kleines Mikrofon. Und dann gibt es noch hier eine Flasche Wodka Held. Die nehme ich vielleicht dann selber mit. Und es gibt was ganz Besonderes. Es gibt einen Auftritt im SWR Fernsehen bei der Sendung Freunde in der Mäulesmühle. Also es ist wirklich toll, hier zu gewinnen heute Abend. Und der Zweitplatzierte bekommt 200.000 €. Nein, er bekommt 200 €. Das ist auch toll. Und ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was es so an formellen Dingen gibt. Ich schaue nochmal, ob ich was vergessen habe. So, hat jemand noch Fragen? Habt ihr alles verstanden? Ist jemand da, der noch denkt, hä? Ihr habt alles verstanden. Super. So, bevor es losgeht, ihr könnt nochmal klatschen, wenn ihr wollt. Klatscht euch nochmal warm. Ja. Bevor es richtig losgeht, dachte ich, wir wärmen uns alle zusammen ein bisschen auf und singen was zusammen am Anfang. Und zwar dachte ich, wir alle zusammen singen den größten Hit von Patrick Lindner. Habt ihr Bock? Als ich mir überlegt hatte, wir könnten den größten Hit von Patrick Lindner singen, da fiel mir auf, ich kenne keinen einzigen Song von Patrick Lindner. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Nun ist aber der Patrick Lindner ja wahnsinnig bekannt und erfolgreich. Ich denke, ihr kennt ihn auch alle, habt ihn alle erkannt. Also dachte ich, der Patrick Lindner muss ja irgendwann mal was veröffentlicht haben, was man kennt. Ich bin also ins Internet, habe mal geschaut bei Wikipedia, was der Patrick Lindner so veröffentlicht hat. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Liste an Singletiteln, die der veröffentlicht hat. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Der Patrick Lindner hat wunderschöne Singles veröffentlicht, die heißen zum Beispiel Das Glück ist ein seltsames Vogel. Hast du heute wirklich schon gelebt? Die kleine Tür zum Paradies. Die Klonne aus der letzten Bank. Alles Titel von Patrick Lindner. Ohne Zärtlichkeit geht gar nichts. Meine Lieder streicheln dich. Klingt eher wie eine Drogen. Und dann gibt es noch Liebe ist das Salz der Erde. Und besonders schön auch Halleluja auf das Leben. Und dann gibt es noch so Titel wie Bring mir die Sonne wieder zurück. Die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne. Heute, hier und jetzt. Ein kleines Feuer, das dich wärmt. Und als ich so gelesen habe, dachte ich, hey, wenn man diese 5 Titel hintereinander packt, hat man schon einen eigenen Refrain komponiert. Ich habe also mir eine Melodie ausgedacht. Ich wechsle das Mikrofon. Ich habe mir eine Melodie ausgedacht zu diesen 5 Zeilen. Das spiele ich euch mal kurz vor. Es geht dann so. Bring mir die Sonne wieder zurück, die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne heute hier und jetzt, ein kleines Feuer, das dich wärmt. So, und ja, danke, danke. Nun, wir haben vorhin diese kleinen gelben Zettel verteilt. Schaut doch mal, vielleicht habt ihr euch einfach draufgesetzt. Also überall müssten so gelbe Zettel liegen. Schaut doch mal, ob ihr einen findet. Jeder müsste irgendwas zum Reinschauen haben. Da steht der Refrain drauf. Ich stecke den Patrick mal hier vorne rein. So, hat jeder was zum Reinschauen? So, wir singen es mal zusammen. Okay, seid ihr bereit? So, 3,
Wir bringen dir die Sonne wieder zurück. Die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne heute, hier und jetzt. Ein kleines Feuer, das dich wärmt. So funktioniert volkstümlicher Schlager. Einmal gehört und schon könnt ihr es mitsingen. Nun macht ja ein Refrain noch keinen ganzen Song. Deshalb habe ich mal alle Singles mitgebracht, die der Patrick Lindner so veröffentlicht hat. Das sind alles Singles von Patrick Lindner. Wenn man die in die richtige Reihenfolge bringt, hat man einen eigenen Songtext. Ich habe also mit allen Singles, die Patrick Lindner veröffentlicht hat, einen eigenen Song geschrieben von Patrick Lindner. Und den singen wir jetzt zusammen. Ist ganz einfach. Refrain, Strophe. Dann kommt der bedeutungsschwangere Sprechteil. Und dann nochmal ein Doppelrefrain am Schluss. Singen wir zusammen. Habt ihr Bock? So, drei, vier. Bring mir die Sonne wieder zurück. Die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne heute, hier und jetzt. Ein kleines Feuer, das dich wärmt. Lass das Licht in eure Herzen. Lebt dein Leben so, wie du es fühlst. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen. Das Leben ist doch zum Leben da. Jedes Herz braucht eine Heimat. Jeder braucht einen Freund. Das Glück ist ein seltsames Vogel. Hast du heute wirklich schon gelebt? Bring mir die Sonne wieder zurück. Die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne heute, hier und jetzt. Ein kleines Feuer, das dich wärmt. Mit Sehnsucht ist ein Tag so lang wie ein Sternenregen in der Nacht. Zärtlicher Regen, reich deine Hand. Ein Stern am Himmel ist noch frei. Ich will dir immer wieder rote Rosen schenken. Ich kann keine traurigen Augen sehen. Bleib bei mir, spiel den Sitaki nochmal. Ich hätte dich sowieso geküsst. Bring mir die Sonne wieder zurück. Die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne heute, hier und jetzt. Ein kleines Feuer, das dich wärmt. Die kleine Tür zu Paradies. Die Glonne aus der letzten Bank, das ist ein Wahnsinn. Manchmal braucht man was, an das man glauben kann. Ohne Zärtlichkeit geht gar nichts. Meine Lieder streicheln dich, es mag nicht hell werden, weil wir alle keine Engel sind. Ein Gefühl wie an Weihnachten, zurück in Richtung Sommerwind. Dann muss ich hoam, daheim, das ist Geborgenheit. Im Karussell der Träume, Gefühl ist eine Achterbahn. Ein Herz voller Schmetterlinge, Liebe ist das Salz der Erde. Bring mir die Sonne wieder zurück, die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne heute, hier und jetzt, ein kleines Feuer, das dich wärmt und ganz Stuttgart singt. Bring mir die Sonne wieder zurück, die Sonne ist für alle da. Fang dir die Sonne heute, hier und jetzt. Ein kleines Feuer, das dich wärmt. Ein kleines Feuer, das dich wärmt. Halleluja auf das Leben. Patrick! Mensch, ich habe es auch schon mal an die Agentur geschickt, ich habe nie eine Antwort bekommen, komisch. Jetzt geht's los, wir freuen uns auf den ersten Künstler. Benny Kaltenbach kommt jetzt zu uns, er kommt aus Berlin, besser gesagt aus der größten schwäbischen Gemeinde außerhalb Baden-Württembergs, nämlich aus Prenzlauer Berg. Er ist nicht nur jung, er sieht auch so aus, man nennt ihn auch das Milchgesicht der deutschen Comedy-Szene. Er versteht es, seine unspektakuläre Jugendlichkeit auf die Bühne zu bringen. Frisch in den Texten und unverbraucht in seiner Art plaudert er aus dem Leben eines Mitzwanzigers und nimmt nicht nur seine Generation aufs Korn. Benny Kaltenbach poltert nicht, zelebriert nicht, parodiert nicht.
Gespickt mit Selbstironie zeigt er dem Zuschauer mit feiner Beobachtungsgabe, dass der Alltag komischer, skurriler und absurder sein kann als manch müde, aufgewärmte Pointe aus dem Comedy-Fundus. Er hat vorhin gesagt, als er das letzte Mal hier war, fand er das Stuttgarter Publikum wahnsinnig nett. Und er wird jetzt herausfinden wollen, ob es nur eine Ausnahme war oder ob ihr heute Abend auch ein wahnsinnig nettes Publikum seid. Und ich glaube, ihr werdet ihm gleich beim Begrüßungsapplaus zeigen, wie unglaublich nett ihr seid. Wir freuen uns auf ihn. Hier ist aus Berlin Benny Kaltenbach. Vielen Dank. Ja, da hattet ihr bei der Anmoderation auch gerade das Gefühl, man könnte mich bei QVC kaufen? Sehr schön. Naja, wie gesagt, mein Name ist Benny Kaltenbach. Ich bin 27 Jahre alt. Tatsächlich, also um genau zu sein, ich bin ein 27-Jähriger gefangen im Körper eines 12-Jährigen. Ja, und erstmal schönen guten Abend wünsche ich euch, Ihnen, euch. Was sage ich eigentlich lieber? Darf ich Sie zu euch sagen? Sehr schön. Ja, also, wie gesagt, ich komme aus Berlin, dem wunderschönen Berlin. War schon mal jemand von euch in Berlin? Jetzt mal ganz ehrlich. Was? Ich habe nicht hingehört. Nein, also für denjenigen unter euch, die noch nicht in Berlin waren, kann ich nur sagen, fahrt mal hin. Ist tatsächlich eine super geile Stadt, also großartig, ne? Auch wenn natürlich nicht alles perfekt ist, im Gegenteil. Um genau zu sein, ist Berlin vermutlich die einzige Stadt in ganz Deutschland, in der die Arbeitslosenquote so hoch ist, dass wenn du deinen Nachbarn an den Mülltonnen triffst, du nie genau weißt, ob er gerade was wegwirft oder wieder rausholt. Aber trotzdem, schöne Stadt. Ne? So, was mich ein bisschen verwirrt ist, dass mich hier so diverse Leute angucken. Nein, also, aber auch die Art und Weise ist so ein bisschen, man sieht so richtig, wie sich so manche Leute denken, um Gottes Willen, wer ist das denn? Ja, siehst du? Was will der? Warum ist der hier? Also der Grund, weshalb ich hier bin, ist eigentlich ganz einfach, weil mein Vater vor ungefähr 27 Jahren zu meiner Mutter gesagt hat, keine Angst, ich ziehe ihn rechtzeitig wieder raus. Nein, das ist da. Dafür muss man wirklich nicht klatschen. Nein, aber ich freue mich natürlich nichtsdestotrotz, dass ich heute hier sein darf, auch wenn mir ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen flau im Magen ist. Kennt ihr das, wenn man sich abends darüber ärgert, dass man morgens nicht kacken war? Ich nehme an, das heißt ja. Okay. Nein, also der wahre Grund ist, ich war vorhin auf dem Weg hierher, war ich bei Kentucky Fried Chicken was essen. Und die hatten da so kleine Flyer, das ist wirklich wahr, die hatten so kleine Flyer auf den Tischen liegen. Und in diesen Flyern stand, weshalb die so viel besser sind als McDonald's und Burger King und dieser ganze andere Kram. Und wirklich ein Satz in diesem Flyer lautete, ein Grund für die hohe Qualität von Kentucky Fried Chicken besteht darin, dass wir überwiegend frisches Fleisch verwenden. Weißt du, und dann sitzt du da mit deinem Burger, denkst dir, hoffentlich ist heute ein guter Tag. Ja. Ich meine, liest da keiner nochmal drüber? Ja? Das ist doch so ein Schwachsinn. Das ist ja schlimmer als diese ganzen Spam-E-Mails, die man immer bekommt. Ne? Wo dann immer schon so in der Betreffzeile steht, wollen auch Sie einen größeren Penis? Ich immer denke, woher wissen die das? Fürchterlich. Oder neulich habe ich Rucola-Salat gekauft. Ne? Einfach so abgepackten Rucola-Salat. Und dann stand auf der Rückseite, Zutaten, Rucola. Ja? Nee, dann will ich das nicht. Dass wenn da keine Chemie drin ist, wäre ich ja krank von. Oder auch vorhin auf dem Weg hierher, wie schön A9, ne? Und A9, da kann man so schnell fahren, wie man will. Schön hier mit 200 die Autobahn langballern. Und dann war am Straßenrand stand so ein großes Plakat, so ein Schild. Und dann wollte ich natürlich wissen, was da drauf steht. Fahr da mit 200 dran vorbei, reiß noch fast das Lenkrad rum. Und wisst ihr, was drauf stand? Lass dich nicht ablenken. Was soll denn das? Naja. Nichtsdestotrotz, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich heute Abend erzählen könnte. Und dann habe ich erst überlegt, ich erzähle einfach so ein bisschen was über Sex und so ein bisschen über mein Sexleben. Denn Sex geht ja immer, ne? Sex sells. Aber dann dachte ich, vielleicht wäre es ganz klug, über irgendwas zu reden, was tatsächlich existiert. Na, ich will damit nicht sagen, dass ich überhaupt keinen Sex habe. So ist es nicht. Also,
Aber ich gucke bei Kondom schon aufs Verfallsdatum. Ist in der Regel 4 Jahre. Aber das noch am Rande. Nein, ich werde dann gut, vielleicht nicht so ein gutes Thema. Dann halt ein Thema, was immer relativ viele Leute beschäftigt. Und dann dachte ich, ein Thema, das ja immer sehr viele Leute beschäftigt, ist das Thema Ängste. Gerade so existenzielle Ängste. Und mir geht es da natürlich nicht anders. Also auch ich habe jeden Tag Angst ums nackte Überleben. Ich fahre in Berlin sehr häufig mit der U-Bahn. Und das ist ja schon fürchterlich, was man da ständig hört und liest. Ne? Ständig kann man irgendwie lesen, dass jemand von besoffenen Idioten zusammengeschlagen und ausgeraubt wurde. Und mittlerweile so schlimm, dass man dann gesagt hat, okay, dann führen wir jetzt ein Alkoholverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Woraufhin allerdings viele Busfahrer mit Streik gedroht haben. Nein, das ist Quatsch. Als ob es die kümmern würde. Ja. Der wahre Grund ist, weil ich alleine wohne und nicht kochen kann. Ne? Und ich weiß, das klingt immer erstmal ganz niedlich, so, ach Mensch, hier, der Junge hat keine Freundin, wohnt alleine, kochen kann er auch nicht. Ich habe Hunger. Ja. Und meine Mutter ist mittlerweile auch schon total enttäuscht von mir und kommt dann immer an und sagt so, ja, Benni, es kann nicht sein, dass du nicht kochen kannst, ne? Wie soll denn das mal später werden, wenn du Kinder hast? Und da habe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen Angst, sie zu enttäuschen, weil ich gar nicht vorhabe, irgendwann Kinder zu bekommen. Also ich weiß, die Kinder sind super süß, ne? Keine Frage, mit ihrem großen Kopf und ihren kurzen Armen und naja, alles, wofür man später ausgelacht wird. Großartig, ne? Mit ihren Schokofingern, wo man dann immer gefragt wird, warum man Schokolade im Schritt hat. Auf jeden Fall, nein, Kinder sind super, ne? Aber, also das Ding ist, mit Kindern ist es für mich so ein bisschen wie mit Brüsten, ne? So, ich mag sie, ich kann mich auch eine Weile mit ihnen beschäftigen. Auch wenn ich nie so genau weiß, was ich mit ihnen machen soll. Aber ich muss jetzt nicht selbst welche haben. So. Wobei es im Alter vermutlich dann eh von alleine kommt. Aber gut. Nein, und dann, ich werde natürlich häufig gefragt, woher das kommt, ne, dass ich keine Kinder haben will. Und ich glaube, das ist einfach so ein Teil deutscher Kultur. Ich glaube, das steckt so ganz tief in uns drin. So, weil schon die Märchen der Gebrüder Grimm, ja, die man ja als Kind immer hört, schon die haben uns gelehrt, dass wenn man irgendwann Kinder bekommt, man so arm wird, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als sie im Wald auszusetzen. Und das kannst du ja heutzutage auch nicht mehr machen. Ja? Mittlerweile hat ja auch jeder 6-Jährige ein Smartphone mit Navigation. Die würden ja auch immer wieder zurückfinden. Aha. Ich habe mir ehrlich gesagt schon öfter die Frage gestellt, wie es wohl gewesen wäre. Hätte es zu Zeiten der Gebrüder Grimm schon die Technik von heute gegeben. So wie gesagt, Hänsel und Gretel. Die Mutter setzt irgendwie die Kinder im Wald aus. So, dann werden sie wach, rufen erstmal die Mutter an. Aber Mutter hat keinen Empfang. Ist bei E+. Ja? So. Dann gucken sie erstmal bei Google Maps, was in ihrer Umgebung so los ist. Ja, so eine kleine Stecknadel fällt auf so ein Haus mitten im Wald. Daneben steht so Hexenhaus. Hat bei Google Bewertungen 2 von 5 Sternen. Ja. Manche User beschweren sich, dass die Pfefferkuchen an der Außenfassade irgendwie pappig geschmeckt haben. Personal auch ganz schön grantig war. Ja. Gretel postet so ein Bild von sich bei Facebook mit dem Titel Verloren im Wald. Ihrer Mutter gefällt das. Ich glaube, es wäre geil gewesen. Das. Dann bestellen sie sich erstmal online was zu essen. Ja, irgendwie hat die ganzen Brotkrümel unterwegs weggefressen. Das finde ich ja ehrlich gesagt ist überhaupt das Beste, dass man heutzutage online Essen bestellen kann, ist so großartig. Zumindest natürlich für jemanden wie mich, der nicht kochen kann und vor allem für jemanden wie mich, der aus Berlin kommt und weiß, wie fürchterlich es ist, in Berlin selbst einkaufen gehen zu müssen. Na, also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Berlin fürchterlich. Wir haben die unfreundlichsten Verkäufer aller Zeiten. Sobald du einen Verkäufer nach irgendwas fragst, guckt er dich an, als hätte sie ihn um eine Niere gebeten. Ja. Kommt immer noch so dieser angepisste Verkäuferblick, wo er dann so, was, Alter? Ich habe keine Ahnung, wo die Milch steht. Ich arbeite hier nur halbtags, damit ich nicht den ganzen Tag zu Hause bei meiner arbeitslosen Frau hocken muss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wurde in Südafrika schon freundlicher überfallen, als in Berlin bedient. Ja, das wirklich wahr. Und da muss man beim Einkaufen ja auch ständig irgendwelche dämlichen Fragen beantworten. Ich will so, haben Sie Payback? Sammeln Sie Herzen?
Ne? Neulich habe ich Klopapier gekauft und nichts weiter, nur so Klopapier. Da guckt sie mich an und meint, brauchen Sie einen Kassenzettel? Das kommt drauf an. Wie lange habe ich denn Garantie? Also, da kann ich da irgendwie so nach 2 Wochen wiederkommen und sagen, hier, alles im Arsch. Fürchterlich. Wobei ich ehrlich gesagt, also in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl habe, grundsätzlich doch auf recht dumme Leute zu treffen. Also, verstehe mich nicht falsch. Ne? Ich weiß, dass ich auch selbst nicht der Cleverste bin. So, im Gegenteil, ehrlich gesagt, ich bin einer von diesen Trotteln, die im McDrive immer sagen, zum Mitnehmen bitte. Ich rufe auch gerne Leute auf Festnetz an und frage, wo bist du gerade? Ja? Wie gesagt, bin da echt nicht der Cleverste. Aber es gibt echt so Leute, die schießen den Vogel ab. Ne? Neulich war ich auf dem Weg zu einer Freundin. Und dann rief sie mich an unterwegs und meinte, hey, wärst du so lieb, noch Zigaretten mitzubringen? Und ich meinte, nein. So, einfach, weil ich gemein bin. Nein. Ich habe gesagt, ja klar, kann ich machen. Ich muss eh noch tanken fahren, dann mache ich das da. So, und dann bin ich zur Tankstelle gefahren und war noch nicht mal ganz draußen aus dem Auto. Da kam direkt so ein völlig übermotivierter Shell-Mitarbeiter auf mich zugerannt. Und so, ja, hallo, schön, dass Sie da sind, voll tanken. Ich dachte, sag mal, bist du bescheuert? Weißt du, was das kostet? Abgesehen davon, dass mein Auto fast so alt wie ich. Ich dachte, für 100 Euro Tank ist die Karre ja doppelt so wert wie vorher. Da kann ich die ganze Nacht nicht pennen, weil ich Angst habe, sie klauen es mir. Na, jedenfalls habe ich dann so ein bisschen getankt. Ne? 5er hat man ja immer. Und bin dann reingegangen zum Bezahlen und meinte, hallo, ich würde gerne zahlen. So, das muss man immer dazu sagen, sonst steht man stundenlang da rum, keiner weiß, was du willst. Ich würde gerne zahlen, einmal die 4 und eine Schachtel Lucky bitte. Und dann guckt er mich an und meint, da bräuchte ich mal einen Ausweis. Jetzt... Nee, nee. Also jetzt muss ich ja sagen, ich finde es ja super, dass es noch Leute gibt, die darauf achten, dass die Jugend nicht ihr ganzes Geld für Zigaretten ausgibt. Gras ist teuer genug. Und ich weiß, dass ich wahnsinnig jung aussehe. Ich weiß es. Und ich habe mich mittlerweile auch längst daran gewöhnt, im Restaurant mal zuerst die Kinderkarte zu bekommen. Wahnsinnig viel Mickey Mouse Eis gegessen in letzter Zeit. Aber jetzt war ich ja mit Auto da. So, da habe ich nochmal versucht, ihm das zu erklären. Ganz vorsichtig. Ich meinte, nochmal, ich würde gern zahlen. Einmal die 4, da wo ich getankt habe. Mit meinem Auto. Dem ich ganz alleine hergefahren bin. Und eine Schachtel Lucky bitte. Und dann meinte er, ja, der mit der 4-Ecke Begriff, Mike Braun Ausweis für die Zigaretten. Alles. Das sind so Momente, wo ich merke, ach guck mal, die Evolution macht auch mal Pause. Ja. So, und der Mann war so Mitte 40, ne? Und ich meine, Mitte 40 sein an sich ist ja okay. So wäre man nicht mehr, also wie vorher. Aber leider, ich meine, dann sollen die Leute doch nicht sagen, nur die Jugend wäre doof. Ist doch Quatsch. Ja, wie gesagt, ich meine, klar, natürlich, ich gebe es ja zu. Ja, nein, ich weiß, es gibt auch genug dumme Jugendliche. Ich sehe das auch immer wieder, gerade wenn ich abends von Freunden zum Weggehen gezwungen werde. Ich finde es ganz fürchterlich, abends wegzugehen. Ne? Also zumindest, wenn es heißt, wir gehen tanzen. So, in der Bar ist super. Ja, ganzen Abend rumsitzen, sich besaufen, dann nach Hause kurz kotzen, ab ins Bett. Wobei man da auch schnell durcheinander kommen kann. Das ist super. So, aber tanzen geht gar nicht, was einfach daran liegt, dass ich überhaupt nicht tanzen kann. Ne? Also ich glaube, würde ich vor einem Club dem Türsteher was vortanzen, ich würde Behindertenrabatt kriegen. Ja? Oder eins auf die Fresse, weil er denkt, ich verarsche ihn. So. Aber neulich war ich halt auch wieder mit Freunden weg und dann kam uns so, also es war vielleicht so um 11, ne, 11 Uhr abends, kamen uns dann schon so Leute entgegen, so in meinem Alter, wo selbst ich dann dachte, ach du Scheiße, das ist meine Generation? Das sind die Leute, die später mal mein Hartz IV bezahlen sollen? Ja? Das ist schon völlig besoffen, kam irgend so ein Typ an und meinte so, Alter, ich fick deine Mutter. Ja? Und dann guckst du den Typen an und denkst dir, okay, du steckst dir die Hose in die Socken. Du kannst dich nicht mal richtig anziehen, aber du glaubst, du wüsstest, wie Geschlechtsverkehr funktioniert. Das ist Quatsch. Ja? Ich fick deine Mutter. Das macht nicht mal mein Vater. Ja? So. Ist schon vorbei? Das ist aber ärgerlich. Ich hatte noch einen Witz, aber dann nicht. So, wollt ihr den noch hören? Ja! Juhu! Ich hab geblufft.
Nein, Moment, ich habe tatsächlich einen Witz. Ich hab tatsächlich, ja, den kann ich erzählen. Da gibt's aber nachher keine Zugabe. Das wäre die Zugabe. Ist aber egal. Auf jeden Fall, den hat mir nämlich mein Opa neulich erzählt. Und ich war total erstaunt, weil der ist jetzt, ich glaube, 1000 oder so. Und der ist ein bisschen schmutziger. Deswegen, ich erzähle ihn einfach ganz schnell. So, auf jeden Fall, es unterhalten sich der Ohrenschmalz, der Karies und der Scheidenpilz. Wie gesagt, das war meinem Opa. Der Witz nicht, der Scheidenpilz. Vielleicht auch beides, man steckt da nicht drin. Auf jeden Fall, so, die unterhalten sich. Und dann sagt der Ohrenschmalz, hier Leute, ganz ehrlich, geht mir tierisch auf den Sack, aber zweimal die Woche kommt irgend so ein Typ, Spindeldürr, Kopf voller Watte, versucht mich aus meinem Haus zu vertreiben. So, dann sagt der Karies, ja, das ist ja noch gut, bei mir kommt zweimal am Tag so ein Typ, Spindeldürr, ziemlich borstiger Kopf, versucht mich aus meinem Haus zu vertreiben. Dann sagt der Scheidenpilz, ey Leute, ganz ehrlich, bei mir kommt zweimal die Woche irgend so ein Glatzkopf, der sich stundenlang nicht entscheiden kann, ob er rein oder raus will, und am Ende kotzt er mir die Bude voll. Und dann sagt der Karies, ey, den kenne ich. So, schönen Abend noch. Benny Kaltenbach! Benny Kaltenbach! Da bin ich jetzt aber auch froh, dass er den Witz noch erzählt hat. Ja, war doch ein super Anfang. Wie ist die Stimmung? Ich bin total aufgeregt heute, weil ich bin ja eigentlich Sänger, und als mich der Marc gefragt hat, ob ich moderieren will, habe ich gesagt, was soll ich denn da immer erzählen dazwischen? Habe ich gesagt, erzähle irgendwas Lustiges. Aber mir passieren einfach keine lustigen Sachen. Mir passieren immer nur ganz schlimme Sachen. Zum Beispiel war ich beim Essen, beim Griechen, habe so Gemüsereis bestellt, also so Fleisch und Gemüsereis, und ich beiße auf was Hartes und habe ich eine Glasscherbe im Mund. Und ich hole die Kellnerin und sage, Entschuldigung, ich habe hier gerade auf eine Glasscherbe gebissen und habe erwartet, dass ich sage, oh, das ist ja furchtbar, es geht natürlich aufs Haus und so. Dann sagt sie, was, schon wieder? Solche Sachen passieren mir. So, wir machen fix weiter, jetzt kommt ein Musiker zu uns. Ich muss mal schauen, ob hier alles richtig aufgebaut ist. Ja, er bringt noch eine Gitarre mit, das gehört, glaube ich, auch ihm. So, jetzt kommt ein Musiker zu uns, Atze Bauer, der Lieder-Chaot. Er kommt aus Mittelfranken. Auf seine ureigene Weise schießt er in atemberaubender Geschwindigkeit ein wunderbares Kaleidoskop von Liedern, Persiflagen und Parodien ab. Der fränkische Liedermacher jongliert mit Texten und Tönen im Zwiegespräch mit seinem Publikum. Und wir heißen ihn jetzt recht herzlich willkommen mit einem riesen Stuttgarter Applaus. Hier ist für euch der Lieder-Chaot, Atze Bauer! Yeah. Jetzt geht's. Wahnsinn, die Technik funktioniert. Ich habe mir auch einen Wecker mitgenommen, weil ich peile das mit der Zeit nie. Deswegen habe ich mir jetzt schnell einen Wecker gestellt. Ich hoffe, ich kriege es dann mit, und dann höre ich einfach auf. Jetzt muss noch die Gitarre funktionieren, dann geht's los. Jetzt habe ich habt ihr meine Begrüßung gehört? Nee, ne? Weil ihr das Mikro aber noch nicht anmacht. Also dann nochmal. Hallo Stuttgart! Yeah! Stuttgart City of Rock! Ja, ich fange an mit einem Lied. Ich bin ein wenig neidisch auf Stuttgart, muss ich sagen, bei der ganz nebenbei, weil ihr bleibt in der ersten Liga. Ich bin, ja, ich komme aus der Nähe von Nürnberg und, komm, egal. Es gibt dann einen Fußballmanager aus der Nähe von München, der hat bei seiner Steuererklärung blöd laufen, passiert, kommt vor. Das kennt man, das kennt jeder, sowas. Und über den sind jetzt wirklich alle Witze gemacht. Das ist Wahnsinn. Jeder hat, also ich habe 2 Milliarden Witze über den schon gehört und habe gedacht, okay, ein Song.
mache einen Song. Wie soll ein Song über Uli Hoeneß heißen? Hallöchen. Das erste Lied heißt Hallöchen. Und ich darf euch vielleicht meine Band vorstellen. Ich habe meine Band dabei. Und ich bitte mal einen großen Applaus. Sie stehen. Wir haben ein Podest, ähnlich wie bei Kiss. Das ist hydraulisch verstellbar. Heißt willkommen meine Band Sony. Ja. Am Schlagzeug Sony. Boris Becker. 2 Jahre auf Bewährung, 300.000 Euro Strafe. Klaus zum Winkel. 2 Jahre auf Bewährung, 1 Million Euro Strafe. Paul Schockemühle. 11 Monate auf Bewährung, 11 Millionen Euro Nachzahlung. Verona Poth. 30.000 Euro für die Einstellung des Verfahrens. Hallöchen, Uli Hoeneß, willkommen im Verein. Der Steuerhinterzieher, es wird uns eine Ehre sein. Hallöchen, Uli Hoeneß, verknackt hat dich's Gericht. Moralapostel ist doch kein Job für dich. Peter Graf. 3 Jahre und 9 Monate Knast. Freddy Quinn. 2 Jahre auf Bewährung, 150.000 Euro Strafe. Eduard Zwick, 22 Monate auf Bewährung, 32 Millionen Euro Nachzahlung. Patrick Lindner, 150.000 Euro Strafe und geh weiter, ey. Hallöchen, Uli Hoeneß, willkommen im Verein. Der Steuerhinterzieher, es wird uns eine Ehre sein. Hallöchen, Uli Hoeneß, verknackt hat dich's Gericht. Moralapostel ist doch kein Job für dich. Hallöchen, Ali Schwarzer, willkommen im Verein. Der Steuerhinterzieher, es wird uns eine Ehre sein. Hallöchen, Uli Hoeneß, verknackt hat dich's Gericht. Moralapostel ist doch kein Job für dich. Meine Band Sony! The Sony Brothers! Ups! Halt! Stopp! Auf! Warte mal! Jetzt muss ich schnell mal einen Schlagzeuger holen. Allmächtig! Wir müssen uns beeilen, ja, keine Zeit! Ich darf euch vorstellen, mein Schlagzeuger! Die große Fußpauke! Jawohl! Und immer wenn ich irgendwo spiele, werde ich mal gefragt, ey Atze, was du machst, das ist doch eigentlich total unnütz. Ja, stimmt. Und deswegen heißt das nächste Lied einfach unnütz. Auf dieses Lied kann man nicht gut tanzen, auch zum Schmusen taugt es nicht. Als Filmmusik ist es nicht geeignet, dazu ist es viel zu schlicht. Das Lied ist unnütz, sinnlos, voll für die Tonne. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal Susanne. Unnütz, sinnlos, voll für den Eimer. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal dem Rainer. Mal kurze Frage, ist Rainer da? Den Rainer da? Kein Rainer. Puh. Würdest du vielleicht einfach den Rainer machen? Wenn du für heute der Rainer wärst, das wäre total super. Das ist ein ganz einfacher Job. Du müsstest, wenn der Rainer kommt, einfach aufstehen und winken. Und ich schwöre dir, der Saal dreht durch. Die Leute werden ausrasten, weil du winkst. Du bist der Rainer, das ist so klasse. Als Geschenk ist es auch nicht gut geeignet zum Joggen, eher hinderlich. Als Pausenmusik kommt's auch nicht gut, ein Stimmungsknaller ist es auch nicht wirklich. Das Lied ist unnütz, sinnlos, voll für die Tonne. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal Susanne. Unnütz, sinnlos, voll für den Eimer. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal dem Rainer.
sensationell, Rainer, zu meditieren ist es voll daneben, erst recht für einen Werbeclip. Fürs Radio kannst es voll vergessen, auch ist es kein Weihnachtslied. Das Lied ist unnütz, sinnlos, voll für die Tonne. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal Susanne. Yeah! Unnütz, sinnlos, voll für den Eimer. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal dem Rainer. Leute, ihr müsst richtig ausrasten. Es ist so, ich spiele heute in Stuttgart, ich komme aus Höchstadt an der Eis, es ist ja alles Kaff. Und ich habe allen Leuten erzählt, ich spiele in Stuttgart. Und die haben gesagt, hey, du spielst doch nicht in Stuttgart. Deswegen habe ich mir eine Kamera hier auf die Gitarre montiert, ne? Damit ihr auch glauben, dass ich werde euch gleich filmen. Ich drehe mich dann so hin und dann rastet ihr aus, wenn der Rainer aufsteht. Ey. Dann kann ich daheim voll angeben. Vielleicht können das Liedchen doch noch retten mit einem Teil zum Mitsingen. Als Text nehmen wir la 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 la, das können wir jetzt mal ausprobieren. La 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 la. Und alle! Das Lied ist unnütz, sinnlos, voll für die Tonne. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal Susanne. Unnütz, sinnlos, voll für den Eimer. Unnütz, sinnlos, es gefällt nicht mal dem Rainer. Rainer! Yeah! Stuttgart City of Rock! Meine Frage ist, seid ihr, wie lange habe ich noch Zeit? Ah, knapp. Hört ihr Radio? Seid ihr Radiohörer? Ja, ja, ich auch. Wir haben im Geschäft den ganzen Tag Radio laufen und deswegen haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, die heißt die vierte CD für Antenne Bayern. Also bei uns läuft immer Antenne Bayern. Wir sammeln Geld und wenn wir 15 Euro zusammen haben, wollen wir denen einfach mal eine neue CD kaufen. Weil irgendwie haben die bloß drei. Das ist echt Wahnsinn, wenn ich das Radio einschalte, läuft immer das. If you can't hear what I'm trying to say, if you can't hear. Das ist doch bescheuert, oder? Seit einem Jahr wirst du immer das Lied, immer ganz, ganz. Wahnsinn, oder? Heute habe ich beim Herfahren viermal in verschiedenen Sendern und zweimal sogar im selben, zweimal bei SWR 3 diesen Eurovision-Contest-Song gehört. Sag mal, sind die bescheuert? Viermal, wenn du geschickt zappst, könntest du auf der Autobahn wahrscheinlich mit dem Lied durchfahren. Weißt du, wenn es beim einem Sender vorbei ist, gehst du auf den anderen, dann läuft es gleich wieder vorn. Wahnsinn, oder? Die haben doch alle gleich geschalten. Es ist Wahnsinn. Aber man muss auch fair sein. Es gibt auch positive Momente im Radio. Es ist nicht so, dass es nur übel ist. Heute zum Beispiel fahre ich so und dann höre ich so ein Lied und es hat mich so tief berührt. Es ging so rein und der Text, der war so intensiv. Und da musste ich wirklich auf den Parkplatz rausfahren und nochmal über den Text nachdenken. Geht es euch auch manchmal so? Nett? Wieso sind dann die Parkplätze immer so voll? Aber ich habe mal so etwas zusammengestellt mit meiner unglaublichen Band Sony. Einfach mal so ein Potpourri, wo man sagt, das sind Lieder, die sind textlich wirklich der Hammer. Und ich weiß, dass das nach diesem Potpourri immer so ein dringender Bedarf ist, darüber zu reden. Deswegen biete ich euch nachher in der Pause auch, können wir draußen einen Stuhlkreis machen. Und auch könnt ihr erzählen, wie es euch dabei ging und wie ihr die Sache seht und so. Also es ist harte Kost. Ich weiß, dass es auf einer Comedy-Show wirklich fast ein bisschen zu hart ist vom Text her, aber egal, zieht's durch. Am Schlagzeug, Sony. Hola.
to off the rocket to the bad man boogie. Say up to the boogie, I'm the boogie, I'm the boogie to beat. There she walks like a walking down the street, singing do ba de 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 dum de de do, snapping her fingers and shuffling her feet, singing do ba de 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 dum de de do. Singt der Mann wirklich Dakata? Ja, das sind wirklich Dakata. Den ganzen Tag geht's Dakata, das hält's nicht aus. Dakata, immer wieder bloß Dakata, das gibt's doch gar nicht. Dakata, spiel ein für mich Dakata, ich halte's nicht aus. Chip 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 chip. Ey, Bleeder geht's nimmer. Chip 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 chip. Nochmal chip 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 chip. I've got a girl named Ramalamalamalamdingdong. She's everything to me. Ramalamalamalamdingdong. I never set her free, cause she's mine, all mine. Ramalamalamalamdingdong. Bauer, der Liederchaot! Dankeschön! Atze Bauer! Der Atze hat übrigens eine Firma, die T-Shirts bedruckt. Also, wenn ihr irgendwie eine Idee für ein T-Shirt habt, dann quatscht ihn nachher an und er wird es dann euch mit euch besprechen. Finde ich super. So, nun kommen wir zu einer Dame. Es gibt ja nicht wirklich viele richtig lustige Frauen in der Comedy. Meine Mutter zum Beispiel wäre ein großes Talent. Die sagt immer sehr lustige Sachen und ist sich dessen nicht mal bewusst. Ja, zum Beispiel, muss ich kurz erzählen, wir saßen mal alle zusammen beim Essen am Tisch, die ganze Familie. Und es klingelt an der Tür, meine Mutter macht die Türe auf und steht so ein junger Mann da, der Artikel verkauft, die Behinderte in Behindertenwerkstätten hergestellt haben. Das ist ja eigentlich eine gute Geschichte. Nun, mein Vater hatte einen Behindertenausweis, weil er so einen steifen Hals hatte. Der konnte sich nicht mehr so richtig bewegen. Und meine Mutter sagt also zu diesem Herrn an der Tür,
Wir alle sitzen hinter ihr. Sie sagt zu ihm ernsthaft: Ah, das braucht man nicht, wir sind selber behindert. Meine Mutter. So wie schon gesagt, es gibt nicht wirklich viele lustige Frauen in der Comedy. Jetzt kommt aber eine, die ist richtig lustig. Jetzt kommt zu uns Sandra Petrat aus Köln. Bevor die quirlige Sandra zur Comedy kam, hat sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und war 6 Jahre lang als Animateurin tätig. Seit 2011 ist sie in der Comedy-Branche unterwegs und Comedy ist genau Sandras Ding. Sie wünscht sich nichts mehr, als auch in 20 Jahren noch Menschen begeistern zu können und ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, so wie dem älteren Herrn, die ihr nach einem Auftritt eine bereits geöffnete Flasche Glühwein mit den Worten überreichte: Ihr Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Sie ist Frühaufsteher, solange der Kaffee schmeckt, der mediterrane Ostseetyp. Sie ist Fleischesser, sie entspannt beim Putzen, sie ist charmant, unaufdringlich und weiblich. Und sie ist mit Sicherheit jetzt schon die lustigste, weil einzige Frau des heutigen Abends. Hier ist für euch Sandra Petrat! Hallo. Ja, mein Name ist Sandra Petrat. Petrat wie Englisch Pet Rat, also Hausratte. Bin 1,54 groß, kurz zur Orientierung, circa 1,5 Philipp Lahms. Oder Gysi, der auf dem Shetland-Pony steht. Komm ursprünglich aus dem Land Brandenburg. Das ist das deutsche Bundesland, in dem wir als Kinder noch mit Wölfen gespielt haben. Gut, wir haben auch gedacht, Wildpflaume wäre eine Haarfarbe. Und Inka Bause ein Mensch. Ja, ich bin geistreich, humorvoll, charmant und zuverlässig. Das sind so Dinge, die uns Kleinen auszeichnen. Ja. Warum sonst wurden wir zum Herrn der Ringe gemacht? Gut, und wegen unserer behaarten Füße. Generell bin ich noch nie gegen Deckenlampen oder Türrahmen gelaufen. Mir ist es auch scheißegal, ob ihr eure Schränke oben drauf geputzt habt. Gehöre zu den wenigen Menschen, bei denen man auf Passfotos sehen kann, welche Schuhe ich anhab. Ja, machen wir uns nichts vor, aber Smartfahren sieht bei mir definitiv cool aus. Ein schönes Kind war ich nicht. Ja. Am Tag meiner Geburt haben meine Eltern direkt bei RTL 2 angerufen, was die von der neuen Show namens Babytausch halten würden. Ja, Eltern haben ja so Wunschvorstellungen, was die Nachzucht angeht. Wunschkind meiner Eltern war: Schwarze Haare, blaue Augen, Locken wären schön. Hat sich die Natur gedacht, nö. Schicken wir das Ding mal ins Rennen. Den gleichen Gag hat die Evolution schon mal gemacht, als sie sich sowas wie den Grottenolm ausgedacht hat. Oder den Wendler. Ja. Ich kam auf die Welt mit feuerroten Haaren. Auf Wimpern und Augenbrauen hatte man vorerst verzichtet. Dafür habe ich andere Dinge gleich doppelt bekommen. Zum Beispiel mein Kinn. Naja, aber was soll's, ne? Für Eltern ist das eigene Kind eh immer das Schönste. Ja, wie schön du wirklich bist, merkst du erst, wenn Leute in deinen Wagen gucken, die nicht mit dir verwandt sind. Ja, bei schönen Kindern immer: Oh, wie süß, wie heißt du denn? Bei mir lief das anders. Eher so: Oh. Und? Wie war die Geburt? Zange oder Glocke? Ja, meine Eltern konnten mich auch nie alleine zu Hause lassen, weil die Katze dann immer versucht hat, mich zu vergraben. Ja, im Teenageralter hat mich dann mein Klassenlehrer gedisst,
Hat immer gesagt, Sandra, du bist klein. Bei deiner Größe kannst du nicht erwarten, großes Geld zu verdienen. Akzeptiere deinen Zustand, nutze ihn. Kleine Wohnung, kleine Möbel, kleiner Hunger. Ich wollte Stewardess werden. Man sagte mir dann, ich wäre für diesen Beruf zu klein. Das wollte ich ausdiskutieren. Ja, ich kann vielleicht nicht diese komischen Gepäckstücke da oben verstauen. Aber ich kann ja super Schwimmwesten unter den Sitz räumen. Ja. Ist aber dann doch gescheitert. Ich hatte am Probetag direkt einen Arbeitsunfall. Wurde in einer Packung Erdnüsse begraben. Erst nach 2 Tagen gefunden. Ja, ich bin dann Animateur geworden. Die geilste Zeit meines Lebens. Da habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Ja, so ein muslimischer Animateur. Hast du sofort gesehen, ne? Macarena immer gern Mekka. War lieber auf den ersten Blick, ne? Ich habe den auch direkt mit nach Deutschland genommen. War total glücklich. Ne, aus meinem letzten Clubaufenthalt habe ich ja nur so eine dreibeinige Katze mitgebracht. War ein Mann schon eine Steigerung, ne? Ja, ich hatte ein bisschen Bedenken wegen der Hochzeit, ne? Er Südländer, Moslem, ich aus dem tiefsten Osten. Aber ich musste meine Heimat mal in Schutz nehmen. War eine ganz tolle Trauung. Ja, ich ganz in Weiß. Ja, der Pfarrer auch. Er hatte noch so eine Kapuze auf. Nee, Kirche war auch total schön beleuchtet. Lag aber, glaube ich, auch an dem brennenden Kreuz hinterm Altar. Dann sind auch alle Dorfbewohner gekommen, haben mit Reis geworfen. Ja. Ein paar Steine dazwischen geraten. War bestimmt lieb gemeint. Ja, und dann haben wir auch noch ein Geschenk vom Bürgermeister bekommen. Ja, so einen handgeschnitzten Baseballschläger aus dem Erzgebirge. Nee, war wirklich toll. Hat nur nicht für die Ewigkeit gehalten. Ich bin wieder Single. Ja, und das, obwohl ich voll im Saft stehe, mein eigenes Geld verdiene und regelmäßig dusche. Zudem bin ich Meisterin der Wiener Auster und der Budapester Beinschere. Das sind Stellungen im Kamasutra. Ja, aufgrund der Ankündigung mit diesem Weltuntergang, da hatte ich noch ein bisschen was ausprobiert. Meine Fresse, was wäre mir erspart geblieben, hätte das gestimmt. Jetzt wäre das mit dem Sex nicht schon kompliziert genug, ne? Ja, mit dem weiblichen Orgasmus ist ja wie so, ja, mit dem Reifegrad einer Avocado zu vergleichen. Ne, Avocados kennt ihr? Ja. Wochenlang zu hart, 5 Sekunden einigermaßen genießbar, danach sofort verschimmelt. Ja, als kleine Hilfestellung für die Männer, Frauen auf dem Weg zum Orgasmus sind quasi stöhnende Avocados. Ja. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt! Zu spät. Hau ab. Geh weg. Ja, aber ich muss ja auch ehrlich zugeben, eigentlich bin ich wahnsinnig faul im Bett. Na, sexmäßig bin ich so aktiv wie der 5. Olympiaring bei der Eröffnungsfeier in Sotschi. Habt ihr euch mal gefragt, was aus dem Typen geworden ist, der den Ring konstruiert hat? Da ist doch der Putin bestimmt mit nacktem Oberkörper auf einen Bären hingeritten und hat den von einem Schlittschuhläufer enthaupten lassen. Macht mich auch gerade ein bisschen scharf. Geil. Schon sehr geil. Also falls jetzt bei jemandem Interesse besteht, sitzt dann die ganze Nacht vorm Eingang. Kurz vorab, was ich nicht brauche, ist dieses wehleidige Rumgejammer. Ja? Also wir haben hier wechselhaftes Wetter in Deutschland, wissen wir alle, aber lieber Männer, stimmt nicht, dass ihr an einem Schnupfen ersticken könnt. Gibt noch mehrere Öffnungen, durch die ihr ein- und ausatmen könnt. Findet ihr sonst auch immer. Ja, ich lebe ja jetzt in Köln und muss sagen, bin nur als Single auch viel unterwegs. Ich war letztens in der Disco. Ja, meine Mutter hat früher mal zu mir gesagt, Sandra, so wie die Männer tanzen, so sind die auch im Bett. Mit diesem unnützen Wissen stehst du dann in so einem Bunker. Ja, und das Erste, was du dann siehst, ist sowas.
Alter, bis der eine Erektion hat, ist der Berliner Flughafen dann auch fertig? Und dann gibt's ja noch die, die sich bei gefühlten 50 Grad in so einem Bunker erstmal 20 Bier in den Kopf knallen, ja? Die sehen dann so aus. So krieg ich Angst. Der ballert dich durch bis nach Bagdad. Naja, ich habe mir jetzt mal einen Pornofilm ausgeliehen, weil muss ja auch so up-to-date bleiben. Dabei habe ich als erstes festgestellt, wenn ich mir zwei Zöpfchen mache und Ringelsocken anziehe, könnte ich auch eins an so einem Porno mitspielen. Oh, Penis Langstrumpf. Schaut jemand von euch Pornos? Keiner. Natürlich nicht. Warum liegt hier eigentlich Stroh, ne? Ja, genau. Also ich habe eine sehr geile Szene gesehen, das ist die Handwerkerszene. Ja, wir sehen eine Frau im String mit High Heels, hat dann so eine durchsichtige Bluse an. Machen wir uns nichts vor, wir Frauen kennen das. Das ist das Outfit, was wir immer zu Hause tragen, wenn wir die Walnussboote für den Kinderbibeltag basteln. Ruft sich ein Handwerker. 3 Sekunden später, es klingelt. Vor ihrer Tür steht so ein Typ eingeölt, muskulös, nur so ein Blaumann an und so ein Riesenbohrer in der Hand. Sie öffnet die Tür, hat sich natürlich nicht nochmal umgezogen. Und er sagt dann, Entschuldigung. Müsst ihr mal ein Rohr verlegen. Habe ich gedacht, gut, das kann ich auch. Ja. Habe ich meinen Handwerker bestellt, mir wurde dann eine Zeit zugewiesen. Ihr Handwerker kommt zwischen 7 und 16 Uhr. Bin sehr früh aufgestanden, mich fertig gemacht. String an, High Heels, durchsichtige Bluse, war mir ein bisschen kalt. Ich habe mir noch so Glitzersterne auf die Titten geklebt. Pünktlich. 18.30 Uhr, es klingelt. Wir erinnern uns noch mal kurz an den Handwerker im Film. Vor meiner Tür stand Bierbauch, Vollbart, Wollmütze, Daunenjacke, Thermohose. Ich sag, Alter, was hast du nicht verstanden? Ich hab den Handwerker mit dem Riesenbohrer bestellt. Du bist anscheinend Bob der Baumeister. So einem lustigen kleinen Erdnusspimmel. Stehe ja auch nicht in der Burka. Naja, meine Familie denkt auf jeden Fall auch schon, ich werde ewig alleine bleiben. Und irgendwann einsam an so einem Fleischwurstzipfel ersticken. Und meine Katze frisst dann mein Gesicht. Ah, wobei, warum nicht, ne? Wenn man sich verbessern kann. Nein, mein Vater hat zu mir gesagt, Mensch, Sandra, du musst deine Auswahlkriterien, was die Männerwahl angeht, einfach mal so ein bisschen runterschrauben. Was? Seid ihr die nur ein Kriterium weniger und ich habe nur noch Säugetier auf meiner Liste. Was ist denn da los? Ja, aber ich muss ja sagen, also wir haben ja in Köln noch das größte Speed-Dating der Welt. Karneval. Und im Karneval habe ich auch mal einen Traummann kennengelernt. Also der war Hobbit. Also glaube ich jedenfalls. Vielleicht war er auch nicht verkleidet. Den habe ich dann direkt mit nach Hause genommen. Und den ersten vollständigen Satz, den mein Zukünftiger mir dann entgegenraunte, war: Mag das ja, wenn Männer mir Kosenamen geben. Jetzt leckst du mal ordentlich die Eier.
So, und wenn ich eins als Single gelernt habe, dann ist es nicht fragen, machen. Bin dann zum Kühlschrank. So, nach dem dritten Ei. Das hat mich echt auch nicht angemacht, ne? Wollte ich doch mal nach dem Sinn fragen, war mein Hobbit schon weg. Durch die Katzenklappe. Vielen Dank. Schönen Abend euch noch. Dankeschön. Sandra Petrat aus Köln. Sandra Petrat. So, wir haben noch einen Künstler vor der Pause. Bevor wir dann in die Pause gehen, würde ich gerne noch ein Bild von euch machen, weil ihr gerade so gemütlich zusammensitzt und es ist ja gerade total in, Bilder mit vielen Leuten zu machen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das, kann man vielleicht diesen Spot ausmachen, der hier auf die Bühne scheint mal kurz, weil der blendet ein bisschen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir so, ja, ich muss es so probieren. So, mal schauen, ihr seid ziemlich breit. So, okay, und jetzt mal alle winken! Nochmal eins zur Sicherheit, winken! Okay, wer hat gerade gemacht beim Winken? Du weißt schon, dass es nicht mit aufs Foto kommt. Das ist echt phänomenal. So, jetzt haben wir noch einen Künstler und der macht Musik. Wir freuen uns, dass er hier ist. Friedemann Weise aus Köln. Er ist der selbsternannte geistige Führer. Was? Was ist los? Ja, genau. Okay. Er ist der selbsternannte geistige Führer der deutschen Satiro-Pop-Szene, die er eigenmächtig erfunden hat. Seine eigene Lebensgeschichte als 30-something-Lebenskünstler dient ihm als Ausgangspunkt für schnottrige Auslassungen über das Leben allgemein und Frauen im Speziellen. Sein respektloser Stil macht auch vor ihm selbst nicht Halt. Und nicht nur deshalb fliegen ihm die Herzen seiner Zuschauerinnen zu, als wären sie ein warmer Sommerregen. Hier kommt für euch der Anarcho-Comedian aus Köln, Friedemann Weise! Hey, soll ich hier stehen, ist nicht so cool, ne? Ich komme lieber in die Mitte, oder nicht? Ich soll hier ein Rohr verlegen. Ich komm. Eben habt ihr gelacht, wenn die Alte das erzählt, findet ihr das lustig. Ich komme auch aus Köln und bin letztes Jahr Karneval als Hobbit gegangen. Den Rest habe ich vergessen. Es geht doch, Dankeschön. Dankeschön. Mein Tag war heute wie dieser neue Revolverheld-Song. Nicht gut. Sind Epileptiker im Haus? Scheiße, ich habe extra mein Strobo zu Hause gelassen. Nur wegen denen. Mein erster Song handelt von nicht erfüllten Erwartungen. Ach nee, doch nicht. Ich habe vor 2,5 Jahren mit Comedy angefangen und da haben alle Leute gesagt zu mir, Friede, das schaffst du nicht. Und jetzt habe ich schon eine eigene Facebook-Seite. Ich war als Kind genauso einsam wie die Frau vor mir. Ich bin ja auch rothaarig, wurde auch immer Duracell genannt. Eltern können hart sein. Ich hatte nur zwei. Einer muss mir mal gerade das Kabel von meiner Gitarre geben. Oder ich gehe noch mal kurz darüber. Okay, könnt ihr hier kurz warten? Ihr kriegt gleich noch eine Pause. Ah, da kommt Applaus für den Mann, der kommt. Dankeschön, sehr nett von dir. Als ob er es extra dafür angereist ist, nach hier Stuttgart, meine Lieblingsstadt. Wenn Stuttgart eine Ente wäre, wäre es die beste Ente der Welt. Ich hatte nur zwei eingebildete Freunde als Kind, aber die haben mich nicht mitspielen lassen. Ich habe immer mit meiner Modell-U-Bahn gespielt. Erst vor 2 Wochen haben meine Eltern mir verraten, dass das gar keine war. Das war nur so ein Trafo, der...
Ich war gestern, meine Witze sind übrigens so, die verstehen nur kluge Leute, die anderen werden heute nachdenken. Ah, der war ja doch lustig, aber dann ist es zu spät. Ich war gestern im Baumarkt oder vorgestern, ihr nehmt es ja nicht so genau hier, und da hängen ja immer diese Fernseher mit Produktwerbung, ne, kennt ihr. Und da hat der Sprecher so gesagt, vergessen Sie alles, was Sie über Hohlraumversiegelung wussten. Das ging einfach. Aber dann wollte mir so ein Hohlraumversiegelungszeug verkaufen und ich wusste nicht, was das ist. Der Anzug von meinem Abiball passt immer noch. Allerdings nicht mir. Meine Mutter gibt auch immer noch damit an, dass ihr Hochzeitskleid immer noch passt. Das ist der Vorteil, wenn man im 8. Monat Schwangerschaft heiratet. Meine Nachbarin mag keine Kinder, deshalb passe ich manchmal auf ihre auf. Ich kann ewig so weitermachen. Ich finde euch echt gut. Ist meine Lieblingsstadt hier in Deutschland. Ich verwechsel immer mit Damon und Ben Affleck. Ach, gerade schon ewig wieder. Den mache ich nochmal, den schneiden wir raus. Ich habe ein bisschen geschwurbelt mit der Stimme. Also nochmal, ihr tut so, als ob ihr den noch nie gehört habt, ja? Ah, ich verwechsel immer Ben Affleck und Matt Damon. Scheiße, gerade schon wieder. Ihr solltet doch nochmal lachen. Ach, ihr habt eben auch nicht gelacht. Fuck it. Wir kommen zum politischen Teil des Abends. Alle reden nur über... Hier redet ja keiner über Politik, ne? Immer diese dummen Stand-Upper. Immer nur meine Freundin gestern bei Ikea... Ich mache auch politische Witze, und zwar interessiere ich mich für Politik auf der ganzen Welt. Gerade reden alle nur über Osteuropa. Ich kümmere mich auch um Venezuela, da ist auch gerade so eine Revolution zugange. Und das wird aber hier von den Medien total totgeschwiegen. Und ich habe da extra im Internet mal so einen venezuelanischen Sender gestreamt. Und das war ganz interessant, da hat der Oppositionssprecher gesagt, Para Dios, acá, señor presidente, la War auch ein Witz. Ich habe vor 2 Monaten, war das oder so, Paralympics im Radio verfolgt. Habt ihr mitgekriegt, ne? Das war komisch, da hat so ein Radiosprecher gesagt, der und der, ich weiß nicht mehr den Namen, hat es leider nicht aufs Treppchen geschafft. Dankeschön. Ich habe dann extra mal geguckt, im Fernsehen, und es gibt tatsächlich barrierefreie Siegertreppchen, meine Damen und Herren. Das finde ich gut. Ich mache Inklusionscomedy. Applaus dafür, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ihr müsst nicht immer klatschen, wenn ich das sage. Nur jetzt nichts. Ich finde gut, dass ihr auch über Inklusionscomedy lachen könnt, meine Damen und Herren, weil ich auch an einer unheilbaren Krankheit leide, und zwar leide ich unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Könnt ihr in der Pause googeln, gibt's wirklich. Ich habe einen Song drüber geschrieben, wollte den hören nicht. Ich spiele ihn trotzdem. Ich muss irgendwie die 15 Minuten hier vollkriegen. Was macht der, fragen die Schwaben hier schon. Dafür habe ich doch nicht bezahlt. War aber auch Kunst. Oder Kunst. Der erste Song heißt Narzisstische Persönlichkeitsstörung und fängt so an. Man sagt, als ich geboren wurde, und das wundert mich kaum, waren meine ersten Worte, dort gibt's keinen Spiegel hier im Raum. Das erste Demo meiner Band schickte ich nur an die EMI. Ich dachte, ey, die Beatles waren doch auch nicht bei der Sony. Jahre später stehe ich in irgendeiner Bar neben einer, die angeblich Psychiaterin war. Ich erzählte ihr mein Leben, fragte sie, ob sie das kennt. Ohne lang zu überlegen, sagte sie, wie man das nennt. Sie sagte, du leidest unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Yeah, ich sagte, ey, aber ich hab doch gar nichts gegen Ausländer. Sie sagte, nicht Nazis, Narzisst, wenn du weißt, was das ist. Ich sagte, Alter, ich weiß, das war doch nur ein Witz.
für sie ein weiterer Beweis für den Narzisst. Sie sagt, du googelst dich dreimal am Tag, hörst deine eigenen Songs. Ich sagte, warte mal, was denn auch sonst? Denn ich leide unter, aber nicht so sehr, narzisstischen Persönlichkeitsstörung, yeah. Jetzt alle ruhig, nur ich sing. Ich leide unter, aber nicht so sehr, narzisstischen Persönlichkeitsstörung, yeah. Persönlichkeitsstörung, yeah. Persönlichkeitsstörung, yeah. Persönlichkeitsstörung. Das lasse ich gelten, jetzt nicht klatschen. Ihr seid ja ganz schön anarchistisch hier, ihr Wutbürger. Darüber hat lang keiner mehr Witze gemacht. Ne? Jetzt nehmt ihr das einfach so hin. Erstmal immer die Welle machen. Ich hatte auch noch so ein paar, hier, wie heißt der Bahnhof nochmal? Stuttgart 21 Witze vorbereitet, aber die waren alle unterirdisch. Ich war eben noch, manchmal mache ich Witze nur aus Spaß, sorry. Eben war ich noch im Hotel, also naja, Hotel Espenlaub. Ne, es sind auch Medienpartner dieses Ereignisses, sehr gutes Hotel. Und ich habe da meinen ersten Porno gesehen. Alter, sah ich da noch jung aus. Dankeschön, vielen Dank. Ich habe neulich auf Spiegel Online gelesen, dass Pornokonsum schlecht fürs Gedächtnis ist. Warum genau, habe ich vergessen. Ich habe mich immer gefragt, warum die Männer, die aus so, es gibt ja auch immer noch so Porno-Kinos, ne? In so zwielichtigen Bahnhofsvierteln. Und wenn die Männer da rauskommen, gucken die immer so geniert. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Und dann habe ich irgendwann rausgekriegt, das ist, die wollen nicht, dass man denkt, dass sie zu Hause kein Internet haben. Aber das ist gut, in echt gehen die, in echt, ist komisch, wie spät immer noch Leute einen Witz raffen. Manche lachen auch einfach so, aber ich kann ihn euch gleich noch erklären. Meine Damen und Herren, ich habe so eine, die gucken das nämlich in Pornokinos, weil da kriegt man keine Abmahnung vom Anwalt. Da gibt es ja keine IP-Adressen. Habt ihr mitgekriegt? Vor ein paar Monaten hat so RedTube Abmahnwelle irgendwie. Wer hat das mitgekriegt? Bitte nicht aufzeigen. Oh, alle! Alle haben es mitgekriegt, ne? Ich auch. Wer hat so einen Brief gekriegt? Ich. Ich war so sauer. Ich habe an den Nachricht, kam raus, es war nur Spam, okay? Also nicht so schlimm. Dann hat einer die Anwaltsbriefe nochmal Spam-Phishing-mäßig verschickt. Ist ja egal, kann ich, ist jetzt, wird, das wird aber auch, wäre jetzt sehr interessant, wenn ich das mal alles erzählen würde endlich. Aber nicht für euch, ich erzähle das gleich backstage. Dann habe ich der Kanzlei so einen Song geschrieben über Abmahnanwälte, weil ich das finde ich den verachtungswertesten Beruf der Welt. Und jetzt habe ich auch noch eine Klage wegen Beleidigung. Dein Jurastudium ist seit 4 Jahren um. Dein Abschluss war nicht gut, du hast es nicht im Blut. In Papas Kanzlei war noch ein Plätzchen frei, du ganz allein, manchmal bis nachts um 3. Als Abmahnanwalt in einer Großkanzlei, Abmahnanwalt, dann wirst du so halt reich. Abmahnanwalt, zu mehr hat's nicht gereicht, das Leben ist nicht leicht. Abmahnanwalt. Und stolz erzählt deine Frau, du warst schon mal im TV, dein Anzug saß gar nicht schlecht, es ging um Urheberrecht. All deine Kommilitonen haben dich schon überholt, erfolgreich in aller Welt, und du jagst Taschengeld. In Bielefeld als Abmahnanwalt, in einer Großkanzlei, Abmahnanwalt, dann wirst du so halt reich. Abmahnanwalt, zu mehr hat's nicht gereicht, das Leben ist nicht leicht. Abmahnanwalt. Gitarren-Solo, 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 schon vorbei. Du tust es für das Gute, du tust es für das Schöne, du tust es für das rote Z4 Cabrio, für deine Frau. Abmahnanwalt, das ist doch kein Beruf. Abmahnanwalt,
das klingt doch schon so doof. Ab, mein Anwalt, man schreibt doch im Hotel auf Anmeldezettel nicht ab, Mann. Dankeschön. Wo ist der Mann mit der Uhr hier? Ich frage mich wirklich, wie ist hier zufällig ein Abmann-Anwalt? Ich frage das jedes Mal, komischerweise, du siehst gut aus. Nee, ich meine deine Freundin. Gibt's dir einen Hinterausgang? Ich frage mich, wie man Abmann-Anwalt werden kann. Ich frage mich aber auch oft andere Sachen. Zum Beispiel, hat Jesus zu Geburtstag und Weihnachten immer nur ein Geschenk gekriegt? Warum haben Frauen immer an den Tagen Geburtstag, die man sich nicht merken kann? Warum sind Satellitenfotos von der Erde nie verwackelt? Da bewegt sich doch ständig jemand. Müssen in Gefängnissen eigentlich auch so Fluchtwegpläne hängen? Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welcher Tag wäre dann heute? Gibt es was Schöneres als rhetorische Fragen? Der war nur für Germanisten, es ist keiner hier heute. Ich mache noch einen, den jeder versteht. Wenn jemand nie aufhört zu rauchen, lebt er dann ewig? Ich habe nur gesagt, den versteht jeder. Ich habe nicht gesagt, dass ihn jeder lustig findet, meine Damen und Herren. Apropos Ewigkeit, immer wenn ich an die Vergangenheit denke, kommen mir so viele Erinnerungen. Ich nehme Sie jetzt mit auf eine Zeitreise. Ob Sie es glauben oder nicht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen zum Höhepunkt des Abends. Und damit meine ich natürlich nicht nur meinen Auftritt. Eine Zeitreise von den Nullerjahren durch alle Jahrzehnte bis in eine Zeit vor unserer Zeit, an die die meisten von Ihnen sich gar nicht mehr erinnern könnten. Wer weiß noch, was in den Nullerjahren los war? Keiner. Ich helfe euch auf die Sprünge. Stuttgart, meine Lieblingsstadt der ganzen Welt. Weißt du noch, in den Nullerjahren, bevor die ersten Smartphones kamen, wir mussten uns per SMS verabreden, da gab's noch kein WhatsApp. Weißt du noch, in den 90ern, Buffalos, die scheußlich waren? Weißt du noch, in den 80ern, ja ups, nein, Tschernobyl, Atomalarm? Weißt du noch, in den 70ern, als Ottos Witze noch witzig waren? Weißt du noch, in den 60ern, wir waren alle geschlechtskrank? Weißt du noch, in den 50ern, Petticoats und Strümpfe an? Weißt du noch, in den 40ern, als Opa, ach nee, weißt du noch, in den 30ern, auch nicht, weißt du noch, in den 20ern, als alle Schalsten tanzten, Mann? Weißt du noch, davor, die allererste Eisenbahn, machen wir uns nichts vor, ich denke nicht, dass die pünktlich kamen. Weißt du noch, Napoleon, weißt du noch, Kolumbus, der ist immerhin schuld daran, dass man um die ganze Erde rum muss. Und Jesus von Nazareth, Gott war der am Ende fett. Ach nee, das war ja Elvis, was ja fast dasselbe ist. Bronze, Silber, Eisenzeit, kein Florian Silbereisen weit und breit. Ach ja, das Miozän hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Jura und die Kreidezeit, Kinder, das war meine Zeit. Und weißt du noch, der Urknall? Boah, was war der laut? Wir hatten ja noch nichts für in die Ohren, aber wir hatten ja auch noch keine Ohren. Und vor dem Urknall, das war auch eine sehr, sehr interessante Zeit, wobei Zeit der falsche Begriff ist, weil's ja eher nichts ist. Es gab noch keine Zeit und wir hatten keinen Raum. Der Mietspiegel damals, schwer zu durchschauen. Und die Moral von der Geschichte, falls du dich das gerade fragst. La 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 la. Sing mit jetzt. La 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 la. Lauter. Yeah. Nochmal, la 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 la. Nur die, die mich wählen. Oh, das müsste reichen. Danke, tschüss. Vielen Dank, ihr wart sehr nett. Tschüss. Friedemann Weise! Jetzt geht's los in die zweite Hälfte. Das Klavier bleibt stehen, denn wir fangen an mit einem Musiker. Robert Allen kommt zu uns. Er wollte früher Rapper werden und es war aber Mitte der 90er ziemlich in, die Rapper alle abzuknallen. Und deshalb hat er sich dazu entschieden, ein anderes Instrument zu lernen. Er begleitet sich am Klavier. Manchmal nimmt er auch eine Gitarre, um Frauen zu beeindrucken. Er sagt aber, es ist gar nicht mehr so einfach, weil keiner mehr weiß, wer Bob Dylan war. Und
Sein Vater ist großer Bob Dylan-Fan. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Bob Dylan heißt ja in Wirklichkeit Robert Allen Zimmermann. Und deshalb hat sein Vater ihn einfach Robert Allen getauft. Und wir freuen uns, dass er hier ist heute Abend. Hier ist für euch der sensationelle Robert Allen! Thank you very much. Well, my name is Aurel. Oh, I like to play a cover song tonight. Cover song, we're back in child, you know? Oh, we're tough child, just poor little kids and rocks and cones shit. You know, ain't nobody what to do, you know? Steve Fro is a Laker, so mama said you got to do shit. Hey, that's what we do. See my nipple. Yeah, well, you know, it's a tough child, you know? I like that bit. Nice run, you and but the roof's on fire. Yeah, I like that, you know? Right, motherfuckers. Back in the day, you had a bitch doing this for me. So, ich beginne mit einer Mitmachnummer in Moll. Da 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 da, it's a motherfucking D-O-double-G Snoop Dogg. Da 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 da, no mobbing with the D-R-E Dr. Dre motherfucker, und jetzt alle zusammen. Da 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 da, it's a motherfucking D-O-double-G. Yeah, yeah, my homeboys. Kenn leider nicht mehr so viele, ne? Schade, es war das. Schön, dass du Spaß hast. Es war das erste Lied, was ich auf dem Klavier gelernt habe. So ein richtiger Gangster-Rap-Song. Wird auch nur auf den schwarzen Tasten gespielt. Ausgesetzte Hundebabys, nuklearer Super-GAU, Problembericht an Microsoft, Klaus Kleber in der Tagesschau, Hepatitis A bis Z, McDonald's macht die Kinder fett. Und was macht eigentlich Andreas Türk? Deutschland sucht den Superstar, nur dass es nie einer wird. Rentner im Whirlpool, Kümmel. An all die Dinge denk ich, wenn ich mit dir schlaf, weil ich weiß, dass ich nicht vor dir kommen darf. Da trauen sich die Männer aber nicht zu lachen. Es gibt einen zweiten Vers. Brad Pitt, George Clooney, Orlando Bloom. Ein Penis, der die Frauen versteht. Der sie ab und zu auch mal fragt, wie sie ihnen geht. David Beckham verschwitzt nach dem Spiel. Eine ganze Fußballmannschaft verschwitzt nach dem Spiel. Günther Jauchs Sexappeal. Ausdauer, Bauer sucht Frau mit nem schönen Bauer. Nach Ulrich ne Kfz-Mechaniker, ein Himmel voller Waschbrettbäuche, funktionierende Patchwork-Familien. An all die Dinge denkst du, wenn du mit mir Liebe machst, damit du auch was davon hast. Dankeschön. Der eine oder andere von euch fragt sich vielleicht, Mensch, woher kenne ich den blonden Engel denn? Fakt ist, ich hatte in den 80er Jahren eine Reihe religiöser Hits. Den kennt ihr bestimmt. Und
Wenn der Himmel voller Geigen hängt, hoffe ich, dass André Rieu in der Hölle brennt. Ja, danke schön. Neulich war ich auf dem Berliner Flohmarkt und habe ein Buch gekauft von Maxim Biller. Und das Buch hieß Der gebrauchte Jude. Und auf den Seiten war Mängelexemplar drauf gedruckt. Ich wusste auch nicht, ob ich da lachen darf. Ich sitze im Wartezimmer und keiner redet mit mir. Ich sitze im Bus und keiner redet mit mir. In der Universität redet keiner mit mir. Ich schmeiß eine Party und keiner redet mit mir. Ich sitze in der Kneipe, trink Bier. Ich hab ein Date, doch sie redet nicht mit mir. Ich sitze in einer Talkshow, was mach ich hier? Und sowieso und überhaupt redet keiner mit mir. Das ist die Smartphone-Generation. Das ist die Smartphone-Generation. Dankeschön. Ich gehe auf die Bühne und schau hinab. Da sitzt wieder dieses Kabarett-Publikum-Pack. Ich sag von Anfang an, meine Witze sind platt und nicht für Kabarett-Publikum gemacht. Politik ist mir egal, ich stehe eher so auf Titten. So richtig schöne Titten. Eine kleine A cappella Mitmachnummer, alle zusammen. Sie stand in Jogginghosen vom Autoscooter und hat tschechische Palmal gepafft. Vielleicht wär sie heute die Mutter meiner Kinder, hätte ich keine Vorurteile gehabt. Ein Hoch auf unsere Vorurteile. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Und alle zusammen. Ein Hoch auf unsere Vorurteile. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Nur die Frauen. Ein Hoch auf unsere Vorurteile. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Jetzt die Männer. Ein Hoch auf unsere Vorurteile. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Jetzt nur die Bildungsbürger. Himmel. Ihr müsst wissen, ich bin ein Kind, geboren in den 80er Jahren, gezeugt zu den Klängen von Falco und Nena. Ich denke, das ist Entschuldigung für alles, was ihr heute Abend von mir seht. Und ich bin ja in einer recht schwierigen Generation. Wir sind ja die Kinder der 80er, die Orientierungslosen. Ein Kumpel von mir hat neulich was auf Facebook gepostet, was die Sache sehr gut beschreibt. Er hat geschrieben so, jeder in seinem Freundeskreis hat den perfekten Plan, was er macht, wenn die Zombie-Apokalypse auf uns zukommt. Aber keiner weiß, was er nach dem Studium macht. Und das ist irgendwie richtig so. Manchmal habe ich so das Gefühl, so, wir sind das Pendant zu den 68ern. Mit dem kleinen Unterschied, dass die weniger gekifft haben als wir. Und das ist ein sehr trauriges Lied. Ihr dürft auch weinen. Selbst die Nutte an der Ecke hat mich neulich gefragt, ob ich Treuepunkte sammel. Ich sag, nein, Mann, ich bin Romantiker. Punkte sammel ich noch in Flensburg. Ich versuch geblitzt zu werden, so oft wie's geht, damit mein Name bald in der Blitz-Ilo steht. Und dann bin ich prominent und hab's endlich geschafft. Dann geh ich zum Promi-Dinner und da gibt's Reis. Damit würde ich dann
einfach Afrika ernähren. Woraufhin Bono und Bob Geldorf arbeitslos wären. Jetzt kommt die Message. Jeder wird geboren für einen bestimmten Zweck. Ich hab meiner nicht entdeckt. Überall, wo ich suche, ist schon jemand anders da. Bessere Pianisten, bessere Komiker. Liebe Mama, lieber Papa, ich weiß, dass ich ein Unfall war. Aber hey, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wenn ich ein Tintenfisch wäre, wäre ich ein besser Pianist. Doch wer weiß, wie das Leben als Tintenfisch ist? Glitschig. Fischig. Manchmal wäre ich aber auch gerne eine von den Spielerfrauen auf der Tribüne sitzen. Kaugummi kauen. Wenn sie meinen Mann in die Glieder hauen. Kreuzband ist Karriere vorbei. Schatz, auf Wiederschauen. Wohin, wohin, nur ja, wohin? Wahrscheinlich weiß ich's erst, wenn ich 42 bin und dann endlich meinen Bachelor hab. Regelstudienzeit ist was für Spießer. Was? Du studierst im 12. Semester? Ja, Mann. Ich bin Genießer. Und warum muss ich mich überhaupt rechtfertigen vor ehemaligen Klassenkameraden, die alle schon Hausfrau, Kind, Solaranlage, Heckenschere und einen Hobbygarten haben? Alter, ich hab nicht mein Hobby. Auf Klassentreffen, ja, da höre ich sie sagen, ach, der Robert, der bleibt erfolglos als Sänger. Ich sag, ey, du kannst gern mal deinen Hausarzt fragen. Die Firma von deinem Vater macht deinen Schwanz auch nicht länger. Nein, es tut sie nicht, nein, es tut sie nicht, so take a look at me now. Message. Jeder wird geboren für einen bestimmten Zweck. Ihr wurdet's auch. Der Sinn des Lebens liegt dort versteckt, wo man ihn nicht braucht. Neulich wurde ich von Gott geweckt. Er sagte, Robert, steh auf. Dankeschön. Ich habe jetzt voll Bock auf einen Love Song. So ein richtiger Love Song. Yeah. Man kommt ja als Musiker nicht drum rum, seine Frau, Freundin oder was auch immer gerade aktuell ist, mal einen Love Song zu schreiben. So. Man spart sich auch Haufen Geld. Man spart sich Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Jahrestagsgeschenke. Man kann es einfach sagen, Schatz, ich habe einen Song für dich. Das Wichtige ist aber, dass der Anfang stimmt. Also man kann es jetzt ganz schnell bei Frauen verkacken, wenn der Anfang nicht passt, dann wird es nichts mehr. Der Anfang, der muss richtig reinhauen. Am besten muss er so gut sein, dass man gar nicht mehr zum Refrain kommt. Und ich habe lange überlegt, Robert, wie fängst du den perfekten Love-Song an? Und ich habe gedacht, ey, okay, ganz klassisch, ungefähr so. Aber da fehlt die Substanz, merkt ihr? Und dann habe ich gedacht, Robert, du brauchst ein bisschen mehr Poesie. Und dann habe ich den Anfang gehabt. Du siehst nicht nur gut aus, sondern hat auch nicht funktioniert. Und dann hatte ich aber den perfekten Anfang. Lässt mich gerne warten.
braucht oft eine Ewigkeit, um ihren Corsa einzuparken. Doch Geschwindigkeitsbegrenzungen, die kennt sie nicht. 120 im Dorf, mir stand der Tod schon im Gesicht. Sie hat immer kalte Füße, wie die meisten Frauen. Ich verbring die ganze Nacht damit, diese aufzutauen. Als Dank dafür wird mir auch noch die Decke geklaut. Sie versucht oft mich zu ersticken, denn ich schnarche viel zu laut. Unsere Liebe ist stark, doch ihr Futterneid ist stärker. Nur noch ein Stück Schokolade und ich weiß, gleich gibt's Ärger. Bin zwar nicht der Klügere, doch gib gerne nach. Denn ist sie unterzuckert, versteht sie keinen Spaß. Sind wir unterwegs, spiel ich für sie den großen Macker. Auch wenn ich nachts im Schlaf auf ihr Kopfkissen sabber. Doch es gibt einen Grund, warum ich all das toleriere. Denn sie hat's mir angetan und ich stehe auf ihre. Ha, Hamsterbacken. Ha, Hamsterbacken, ha, Hamsterbacken, ha, Hamsterbacken, all together now. Ha, oh, that's sexy. Ha, Hamsterbacken, ha, Hamsterbacken, klingt komisch, ist aber so. Danke, das war's von mir. Robert, es geht weiter mit Simon Pierce. Bereits in seiner Jugend steht Simon Pierce vor der Kamera und auf der Bühne. Und als Stand-Up-Comedian berichtet er in seiner sympathisch lockeren Art von seinen Erfahrungen als Schwarzer unter Schwarzen in Bayern und seinen inneren Konflikt zwischen der bayerischen Erziehung und dem Wunsch, ein richtiger Neger zu sein. Hier heißt sie mit einem recht herzlichen Applaus willkommen. Hier ist für euch Simon Pierce! Dankeschön! Hoppala! Guten Tag, guten Abend. Ja, wie man sieht, ich bin eben nicht von hier, sondern eben aus Bayern und bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in der Nähe von München und habe relativ schnell gemerkt, dass ich der Einzige in diesem Dorf war, der ein bisschen länger im Backofen gelegen ist, sagen wir es mal so. Habe quasi die politische Gesinnung meiner Mitmenschen schon auf der Haut getragen. Aber war nicht weiter schlimm, also das war für mich kein Problem, ist auch nie groß zur Sprache gebracht worden. Bis ich dann, ich glaube mit 5 Jahren musste ich anfangen zu arbeiten, wir haben nicht viel gehabt, am Wertstoffhof gearbeitet habe und da hatte ich so einen Kollegen und das war so ein richtiger Bayer, so ein Bilderbuch-Bayer, ja. So ein Schnurrbart, 1,80 Meter lang, fetten Bierbauch, der nur Bierbauch heißen darf, hat er mir erklärt, wenn man auch sein Bier darauf abstellen kann. Immer ein Bier in der Hand, selbstverständlich, und einen Besen. Den Besen hat er nicht zum Arbeiten gehabt, dafür war ich ja dann da. Sondern es gab in Bayern irgendwann ein Gesetz, Bayern hat ja wahnsinnig viele, wahnsinnig kluge Gesetze, dass man den Elektroschrott vom Wertstoffhof nicht entwenden darf. Ja? Das wäre ja Diebstahl. Und dann kamen eines Tages 3 Brüder vom Asylantenheim, wollten sich so einen Fernseher mitnehmen, packen den gerade an und dann ist der Kurti, mein Kollege, wach geworden. Dann ist er dahin mit seinem Besen, hat sie weggefegt. Ey, Schleichzeug, Schwerle. Versteht ihr mich, wenn ich so rede? Schleichen Sie sich, Geschwerle. Ja, und hat die weggefegt und dann kam er wieder. Nein, Simon, ich sag's dir, das ganze Zeug, was zu uns rüberschwimmt, Türken, Kanaken, Araber, Neger. Was hat uns ein Neger jemals gebracht, Simon? Was hat uns ein Neger gebracht? So ist der Song. Ich so, ja. AIDS, Originalzitat. Grippe, Krebs und jetzt klauen sie uns die Fernseher weg. Na, ich gemeint, Kurti, also du weißt schon, dass ich gewissermaßen auch ein Neger bin. Mein Dacki, weiter Simon, du bist doch kein richtiger Neger. Und ich dachte mir so, ach ja, Motherfucker, und was ist dann das hier? Nein.
Habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, gut erzogen. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass die 10 Skinheads am Abend vorher mit mir nicht Fangsti gespielt haben. Nee, ich muss sagen, der Stachel saß ganz schön tief. Da muss man sich von so einem Puchamer Dorfdeppen sagen lassen, dass man kein richtiger Neger ist. Ich meine, was ist denn ein richtiger Neger für so einen Dorfdeppen? Ich wollte es werden, ja, das hat mich schon verletzt. Und der Dorfdepp an sich nährt sein Wissen ja bekanntermaßen aus der Glotze. Also habe ich mal geschaut, das war Anfang der 90er Jahre, wie ist der Neger, der Schwarze, im deutschen Fernsehen so repräsentiert gewesen. Ja? 1992, vielleicht erinnern sich noch ein paar, Olympiade, Barcelona, das erste NBA Dream Team, krasse Athleten, Michael Jordan, Charles Barkley, Matt Johnson, solche Arme, irgendwie krass am Basketball spielen, riesengroße Typen. Ja, meine Mama hat mich sehr spät bekommen. Das Mikro spinnt ein bisschen, gell? Näher ran, ans Publikum. Meine Mama hat mich sehr spät bekommen. Vorteil für sie war, sie konnte mich im Stehen stillen. Also ich lag am Boden, sie BH auf und flapp, runter mit den Tüten. Vorteil für mich war, ich habe ziemlich schnell gelernt, mit Messer und Gabel zu frühstücken. Ich mach mal so. Oder? Ja. Ich glaube auch. Dankeschön. Hi, ich mach das mal aus. Vorteil für mich war, ich habe schnell gelernt, mit Messer und Gabel zu essen, weil da kam keine Milch mehr raus. Das war eher so Hartkäse, sag ich mal, ja. Und das war natürlich nicht gerade dienlich fürs Knochenwachstum. Deswegen ist Basketball für mich leider ausgefallen. Aber Anfang der 90er kam auch was anderes aus Amerika rüber übers Fernsehen, die Gangsterwelle. Hat er ja vorhin schon erwähnt, Gangster-Rap, Ice Cube, Ice-T, Eazy-E, Gangsterfilme, Menace to Society. Und ich dachte mir so, ja Mann, ich werde einfach ein gottverdammter Gangster, dann werde ich schon als Neger akzeptiert. Also weg von meinen alten Freunden, zum Jugendhaus mit den Türken, ein bisschen abhängen, Scheiße bauen, kiffen, rauchen und so. Problem war, dass mein Vater, glaube ich, schon im Kreißsaal mir eingebläut hat, Simon, du bist der einzige schwarze Junge im Dorf. Du darfst keine Scheiße bauen. Die Leute warten nur darauf, dass du Scheiße baust. Ich trotzdem beim Jutz gewesen, mit den Türken so, die am Graffiti malen. Yo, fuck the police. Ich mit Wassermalfarben. Freundschaft ist das höchste Gut. Liebe Grüße, Simon. Finde ich schön. Junge, was ist los mit dir? Hast du Scheiße im Kopf? Was? Ich sage, ja, Entschuldigung, ich höre auf damit. Ja, chill dich mal ein bisschen. Ich also gechillt, in der Ecke gestanden, Kippe geraucht, die Mädels angeschaut, Kippe weggeschnippt und sofort hinterher die Zigarette aufgehoben, in Wasser gelöscht, den Tabak in den Biomüll, den Stummel in den Restmüll. Olum, bist du Scheiße im Kopf? Jetzt beruhig dich mal, Alter. Ich so, ja, es tut mir leid, Junge, tut mir leid. Ich kann rappen. Ich kann Gangster-Rap. Du kannst Gangster-Rap, oder was? Ja, ja, ich kann voll gut rappen. Pass mal auf, ich rappe euch was vor. Ja gut, dann wollen wir hören. Ice Cube hat damals gerappt. Bitches ain't nothing but hoes and tricks. So suck on my balls and lick this dick. Mein erster Rap-Text ging ungefähr so. Selbsterhaltungstrieb. Der Mensch ist kein soziales Wesen. Er will Herrschaft über andere. Von Hobbes geformte Thesen. Homo, homo, die Lupus. Der Mensch des Menschenwolf. Gemeinschaftssinn ein Trugschluss. Ollum, verpiss dich von hier. Bist du Gymnasium oder was? Ja, wurde von ihnen wieder weggejagt. Also zurück zu meinen Gymnasiumfreunden gegangen. Ich so, Jungs. Dritte Wurzel aus 27 ist 3. Moment, Simon ist 3. Ja, bitte. Jungs. Habt ihr Bock, Gangster zu werden? Ja, also wenn das im Bereich des Möglichen, dann gut, ja, klasse, machen wir. Hervorragend. Ist okay, Jungs. Pass auf. 15 Uhr, Raubüberfall, Rewe. Okay. Wir also dahin, alle Kapuzenpullis gekauft, Kapuzenpullis aufgesetzt, Kappe ganz tief ins Gesicht gezogen, die Hose in den Knien. Ich weiß noch, wie in Zeitlupe war das. Wir gehen auf diese Tür zu vom Rewe. Die Tür geht auf. Die Tür geht zu. Die Kassiererin schaut. Ah, grüß dich, Simon. Wie geht's der Mama? Ah, oh, Frau Schmidt-Richel, meine Nachbarin. Meine Hoden sind auf Rosinengröße zusammengeschrumpft. Ich dachte so, okay, scheiße, Mann. Du musst irgendwas klauen, wenn er ins Regal, wenn er rumgeht. Ach, komm, nimm einfach irgendwas. Komm schon. Irgendwas eingepackt. Okay, ich hab was. Abflug. Treffpunkt Spielplatz West. Wir sind dahin zum Treffpunkt. Die Jungs so, okay, Simon, was hast du? Wir sind gespannt. Ich so, okay, beruhigt euch. Ich habe eine Dose Pedigripal. Die mit der Alulasche für Zierhunde. Ich war so frustriert, ich bin sogar wieder in den Rewe zurück, hab das wieder zurück ins Regal gestohlen und hab mir gedacht, gut, scheiß drauf, ich werde einfach nie ein Gangster. Ich werde nie ein richtiger Neger sein. Dann blieb nur noch eine Möglichkeit. Ich musste mich bleichen lassen. War damals auch ziemlich angesagt bei uns Schwarzen. Gott habe ihn selig. Black or white. Also in Zug gesetzt, in die Stadt gefahren, wollte zum nächsten Arzt mich bleichen lassen. Und auf einmal habe ich so eine Hand in meinen Haaren.
nicht meine Hand. Dreh mich um, sitzt eine 185 Jahre alte Frau, grinst mich an ohne Zähne und meint, Mai, wie ein Schaf, gell? Ich dachte mir so, okay, jetzt reicht's mir, Mann. Sei ein Gangster, Simon, ich hol aus, wollt gerade zuschlagen, da fällt mir, hey, Moment mal, es gab noch eine dritte Kategorie Schwarze damals, Eddie Murphy. Der lustige Neger. Und anstatt zuzuschlagen, habe ich sie in ihrem schwabbeligen Hals gepackt und gesagt, Mai, wie ein Truthahn, gell? Und dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, Sie sind ein unverschämter Neger. Und endlich hat sie jemand gesagt, ich wurde von Queen Mom persönlich zum Nigger geschlagen. Bin sofort wieder zurück nach Puchheim und das war so scheiße. Auf einmal kannte niemand mehr meinen Namen. Keiner hat mich Simon genannt. Vor allem war ich nur noch der, hey, Asamoah, oder der, hey, Bob Marley, oder der, hey, stehen bleiben, Polizei. Komischerweise der Name, den ich am häufigsten hatte. Auch die Leute haben nicht mehr normal mit mir geredet. Die haben mit mir geredet, als wäre ich geistig zurückgeblieben. Es war dann auf einmal so, da, esse, nix koste. Ich so, ja, Mama, ich mache meine Hausaufgaben fertig und dann komme ich zum Essen. Was ist los mit dir? Oder auch auf einmal haben die Leute, das wollte ich immer fragen, wenn wir jetzt gerade so viel Weiße hier haben. Was ist das mit unseren Händen? Diese Faszination von schwarzen Händen. Kennt ihr Volksfeste? So Bierzelt, Pissoir, genau. Stehst du am Pissoir als ich, denkst dir nichts Böses, pieselst ein bisschen, dann kommt irgendwer rein, 50% der Fälle ist immer dieser Blick auf meine Hände. Tatsächlich. Das gibt's ja nicht. Und dann laufen die Weine, ich meine, die sind schön und so, aber dass man da gleich heulen muss, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann ziemlich bald keine Lust mehr, der Dorfexot zu sein. Ich dachte mir, ich ziehe in die große Stadt, nach München, in den Schmelztiegel der Kulturen, die Weltstadt mit Herz, die Hauptstadt der Bewegung. Ah nee, das war was anderes. Ziehe auf jeden Fall in die Stadt, habe auch schnell eine Wohnung gefunden, den Umzug alleine gemacht. Mir hat keiner geholfen, wie wir Schwarzen es halt machen, also Karton auf dem Kopf, ein Gospellied auf den Lippen und ab in den vierten Stock. Und so bei der dritten, vierten Runde reißt auf einmal meine Nachbarin in Unterhosen die Tür auf und es ist nicht die Nachbarin, die man sich in Unterhosen wünscht. Also nicht hier Kategorie U-Porn, sondern eher Rotten.com, ja, die bärtige Lady. War nicht schön. Steht da und schreit, wir sind hier voll nicht im Urwald. Und ich wollte irgendwas Schlagfertiges sagen, aber hatte gerade so einen Karamellbonbon am Gaumen, deswegen habe ich nur gesagt, und dann ist sie zurückgewichen und zieht auf einmal hinter dem Türstock ihre Mutter hervor, die 185 Jahre alte Frau, und sagt, Sie müssen wissen, meine Mutti ist ein Pflegefall. Und ich dachte erst, okay, die will sich bei mir entschuldigen. Aber dann habe ich gesehen, dass sie so einen irren Blick hat und immer auf die Mutter runter zeigt. Und dann ist mir klar geworden, die will sich nicht entschuldigen. Die denkt sich, wenn der Nigger Hunger kriegt und ausrastet, der Löwe reißt auch nicht das gesunde Tier, sondern das alte, schwache. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, deswegen bin ich am nächsten Tag runter, im Baströckchen, Knochen durch die Haare mit dem Kochtopf und hab nochmal nach der Mutti gefragt und seitdem haben wir wirklich ein gutes Verhältnis. Also, wir sehen uns kaum noch. Naja, aber das war eine Nachbarin, da wollte ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. München hatte noch 1,8 Millionen andere Einwohner, konnte mich noch überzeugen. Ich habe dann auch schnell einen Job gefunden in einem Kino und bin dann nach 2 Monaten in die Betriebsleitung befördert worden. Negerquote und so. Auf einmal mit Krawatte und Anzug und einem wichtigen Telefon konnte ich durchs Foyer flanieren. Manchmal hat das scheiß Telefon auch geklingelt und ich musste arbeiten. Klingelt eines Tages, Herr Piers, ja guten Tag, Sicherheitsdienst hier. Hier ist ein Kunde, der sich von mir rassistisch beleidigt fühlt, wenn Sie gerade mal runterkommen und das klären. Ich dachte mir, okay, wenn sich da ein Kunde rassistisch beleidigt fühlt und ich komme da runter, ist die Nummer in 10 Sekunden vorbei. Ich gehe da hin, sehe da schon, so ein kleiner türkischer Papa steht da und schimpft. Ja, ihr Deutsche, immer noch Hitler in eure Kopf, immer noch alle Nazis, alle Rassistenschweine, alle Rassistenschweine. Kam ich dazu, meine Entschuldigung, was willst du? Ich so, ja, Sie wollten einen Chef sprechen. Ja und? Ja, ich bin jetzt da. Was? Du bist doch kein Chef, du bist ein Affe. Okay, mir gedacht. Herr Yildirim, dann schreiben Sie mir doch mal einen Aufsatz, wo für Sie Rassismus anfängt und wo er aufhört. Ich habe ihn dann rausgeschmissen. Aber was auch cool war an dem Kino, man hat so diesen berühmten Wohlstand von München richtig schmecken können. Also nicht, weil die Leute die teuren Kinotickets kaufen, nee.
Die haben einfach ihre Sachen da liegen lassen. Handys, Geldbeutel, Schmuck, alles haben die vergessen und nicht wieder abgeholt. Wir hatten irgendwann ein Lager voll mit 300 Handys, 200 Geldbeuteln und allen möglichen Zeug. Und ich, Samariter, habe dann irgendwann gemeint, okay, pack das in mein 3er BMW, ich kümmere mich drum. Nein, ich wollte es tatsächlich zum Fundbüro bringen, habe alles in mein Auto gepackt und meine Spätschicht endete immer so um 1:30 nachts. Bin dann nach Hause gefahren, fest entschlossen, am nächsten Tag zum Fundbüro zu fahren. Und wenn man nachts in München im Auto als Schwarzer unterwegs ist, dann fühlt man sich so ein bisschen wie ein Präsident auf Staatsbesuch, sag ich mal. Blaulicht, Blaulicht, überall Blaulicht. Leider keine Eskorten, es waren Polizeikontrollen. Ich bin so oft kontrolliert worden, ich kannte alle Polizisten mit Namen, Schnurrbartlänge und Nachnamen. Und die Kontrollen waren meistens dann nur noch so. Ja bitte. Du, grüß dich, Simon. Frage, läuft der Hobbit bei euch nur in 3D oder auch in 2D? Auch in 2D. Alles klar, gut, bis morgen. Vierte, gute Fahrt noch. Aber an dem Abend waren leider anscheinend zwei neue Sheriffs in der Stadt. Da war die Kontrolle dann so. Ja, bitte. So, grüß Gott. Was haben wir für Drogen genommen? Ich so, die Frage ist, ob ich Drogen genommen habe. Du, nicht frech wie ein Bierscher, gell, du aus Kleinhaus. Was machst du um die Uhrzeit noch auf der Straße? Ich so, ich komme vom Arbeiten. Ja, freilich. Um die Uhrzeit möchtest du arbeiten. Sag ich ja, also nur weil sie nicht arbeiten. Okay, jetzt reicht's, aussteigen. Kollegen, nimmt das Auto auseinander. Ich dachte mir, pff, sollen sie mein scheiß Auto auseinandernehmen? Die 10 Minuten habe ich noch. Zünd mir eine Kippe an und beim zweiten Zug fällt mir auf. Ach, fuck. 300 fremde Handys und 200 Geldbeutel im Kofferraum. Das Schöne an so einer U-Haft, man merkt einfach, wo die ganzen Schwarzen nachts in München sind. Man sieht keinen einzigen auf der Straße. Ja, die sieht man nicht, weil die so schwarz sind. Nee, die sind alle im Knast. Da hat's ausgeschaut wie in Kinshasa am Flughafen und ich hatte Angst. Das waren richtige Schwarze, riesengroß, solche Augen, solche Hände. Ich saß in der Ecke und dachte, oh Gott, bitte, bitte, esst mich nicht auf, bitte, bitte. Und dann kam auch noch einer auf mich zu. Bruder, oh Gott, ja, Bruder, ja, hier mein Geldbeutel, mein Handy, alles bitte nicht. Bruder, beruhig dich, bist du neu in der Stadt? Hm, ja, schon. Brauchst du ein bisschen Anschluss dazu? Ich so, ja, wenn du mir helfen kannst. So, pass auf, komm mal mit mir in meine Basketballmannschaft, gute Mädchen, ein bisschen Sport machen. Ich meine, mich hat noch niemand gefragt, ob ich Basketball spielen will, das war schon irgendwie aufregend. Ich so, ja gut, dann mache ich das. Haben wir also tatsächlich Basketball gespielt. Ziemlich dilettantisch. Und dass die Liga, erste Saisonspiel gegen, weiß ich nicht, Milbertshofen 8 oder so. Lauter alte Männer, wir machen uns warm. Und dann kommt der Spielführer von denen an. So, wer ist euer Kapitän? Ich so, pff, haben wir nicht. Ja, ist wurscht. Kurz und gut, wir spielen nicht. Ich so, wie, ihr spielt nicht? Ja, das ist unfair. Was ist unfair? 1, 2, 3, 4. Ihr habt 4 Neger in der Mannschaft. Sag mal, spinnt ihr? Ich meine, ich sage auch nicht zu meinem Mathelehrer, ich schreibe nicht mit. Ja, warum? Ja, wir haben 4 Brillenträger in der Klasse, da mache ich nicht mit. Geht er nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich da gemerkt, meine Nachbarin hatte tatsächlich recht. Wir sind eben nicht im Urwald, von wegen Großstadtdschungel und so. München ist einfach nur ein Dorf, wo eine U-Bahn durchfährt. Dankeschön. Simon Pierce! Simon Pierce. So, 2 haben wir noch. Und jetzt kommen wir zum ersten und einzigen Teilnehmer aus Stuttgart. Sind Stuttgarter hier? Andreas Weber kommt jetzt zu uns. Und lustigerweise hatte er vor 2 Jahren seinen ersten richtigen Auftritt als Comedian in Rosenau bei einer Open Stage, die ich moderiert habe. Damals hat er quasi noch in die Comedy-Windeln geschissen, hatte gerade mal 10 Minuten Programm. Inzwischen hat er 80 Stunden Programm geschrieben und wird jetzt einen kleinen Ausschnitt davon präsentieren. Ihr heißt ihn recht herzlich willkommen mit einem Riesenapplaus. Hier ist für euch aus Stuttgart Andreas Weber. Schön. Okay, ja, 2 Jahre irgendwie mein Auftritt her, habe ich es weit gebracht hier aus dem Stuttgarter Westen. Hierher. Ja, ist aber sonst auch viel passiert irgendwie. Ich bin jetzt 38 und seit einer Trennung lebe ich jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben allein. Und aber es läuft okay. Also ich komme gut zurecht. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Kleiderschrank optimiert, richtig viel Platz geschaffen, ja, und habe jetzt so einen Teil meiner Klamotten so daneben. Also auf so einem Stuhl. Also
ich bin mir ziemlich sicher, da ist ein Stuhl. Ja, mir fallen so Sachen auf, zum Beispiel Duschgel braucht bei mir irgendwie 2 Wochen, dann ist es fast leer. Und dieses fast leer, es reicht genauso lang. Ey, Duschgel wird nie leer, ja, und nur deshalb lasse ich es zur Sicherheit noch in der Dusche liegen. Bei den anderen 5, 6 fast leeren, ja. Ja, es ist anders, wenn man alleine lebt, zum Beispiel, wenn einem was runterfällt. Liegt dann da. Ja. Ja, aber das ist hart irgendwie. Ja, man muss es ja dann also selber aufheben. Ja, aber manchmal ist es ja so, es fällt was runter und es ist dann weg. Also ohne, dass man es jetzt irgendwie drunter gekickt hat, so unauffällig. So unauffällig, dass man es selbst nicht gemerkt hat, ja. Ich habe neulich irgendwie Chips gefunden auf dem Sofa, zwei Tage, nachdem ich welche gegessen hatte. Und habe mich dann schon gefragt, räume ich die jetzt weg oder esse ich die? Aber okay, allerdings, wenn ich jetzt Sofa sage, meine ich Boden. Und ich esse natürlich keine Krümel vom Boden. Das war aber ein vollständiger, intakter Chip. Ja, und ich habe den gegessen und der war so, aber so weich und lapprig, ja. Und ich erzähle es neulich einer Freundin, die meint so, ja, das kenne ich. Man bekommt ihn zwar irgendwie rein, aber es ist unbefriedigend. Ja. Ich kann auch super bügeln und jetzt, seit ich allein lebe, mache ich es nimmer. Ja, ich finde, Hemden muss man gar nicht bügeln, wenn man sie einfach richtig eng kauft. Ja. Es gibt trotzdem diese eine Kollegin, die meint dann immer, oh, das Hemd ist knittrig. Und ich sage, nee, das sind Lachfalten. Du kennst es ja sicherlich morgens vom Spiegel. Sie hat angefangen. Ja. Ja. Ich meine, für mich viele Situationen neu, die ihr alle kennt irgendwie. Man steht morgens unter der Dusche und merkt, ah, beide Handtücher sind in der Wäsche. Und man trocknet sich mit der Badematte ab. Ja. Ja. Ihr kennt es, ja. Ich habe einen Kumpel, der hat auch 2 Handtücher. Der hat aber ein anderes System, ja? Der hat ein Handtuch fürs Gesicht. Ja, ich lasse den bei mir nicht ins Bad, ja? Ich bin auch Vater, ich habe 2 Söhne, die wohnen da ganz in der Nähe und die sind auch oft bei mir, wegen dem schnellen WLAN. Und ich wurde es erst gefragt im Urlaub, wie alt die denn sind. Und ich antworte so, they are 9/11. Ich habe selber gemerkt, dass es falsch ist, ja. Also, die sind ja schon 10 und 12. Ja, aber das ist cool irgendwie. Sagen jetzt so Sachen wie LOL. Ihr habt dann geantwortet, Roffel. Bam. Ja. Aber deswegen, die fragen mich dann auch so Sachen irgendwie. Neulich hat einer hat er gefragt wie, du Papa, was heißt ein Ho? Und ich habe dann mit meinem Rap-Halbwissen so gemeint, so ja, Rap-Slang, Prostituierte, hier Olga-Straße, Straßenrand. Und er meint so, in der Lektion geht es irgendwie um Gartenarbeit. Ich habe es dann doch mal gegoogelt, ja, und es heißt irgendwie Gartenhake. Seitdem macht er seine Hausaufgaben wieder selber. Ja. Ich meine, wichtig ist immer eine altersgerechte Erklärung irgendwie. Und wenn er irgendwie fragt, was ist die Pubertät, dann, okay, dann sage ich, du wirst vom Junge zum Mann, die wachsen Schamhaare. Punkt. Was ich nicht erzähle, ist dann, die rasierst du wieder ab, weil keine Haare im Mund mag. Und
und damit er größer wirkt, ja. Das ist das, was ich weglasse, ja. Er muss sich das schon behaupten, irgendwie als Vater ist irgendwie gerade so in der Pubertät. Und man braucht es einfach Respekt, ja. Und das ist ja auch noch ein anderes Wort für Angst. Also das ist, ich versuche da halt einfach mich ein bisschen zu behaupten und irgendwie, da läuft ja viel unterbewusst ab, so Körpersprache, Pheromone, also Duftstoffe. Ich lasse einfach mal die Tür auf beim Kacken. Meine Jungs finden es auch nicht gut. Oh bitte Papa, Tür zu. Sitzen hier gerade beim Essen. Ihr habt die Tür nicht zugemacht. Also mir ist es wichtig, dass man als Familie zusammen isst. Aber es gibt auch subtilere Möglichkeiten, so die eigene Männlichkeit rauszuhängen. Also ich lasse im Duschen einfach mal Luft trocknen. Mach dann noch so lockeres Stretching. Oh bitte, wie sieht denn dein Schreibtisch wieder aus, hä? Hey, schau mich an, wenn ich mit dir rede, ja? Ihr habt es mal erzählt und dann so eine Frau in der ersten Reihe. Oh Gott. In meinem Kopf hat sich sie allerdings angehört wie, oh Gott. In gleich ein paar Zentimeter gewachsen. Ja, aber es ist irgendwie, man bekommt auch irgendwie dann so als Single nach einer langen Beziehung immer super Tipps von Kumpels, ja. Gerade die in langen Beziehungen so, tob dich aus, lass es mal krachen. Erzählst du mir dann davon? Ich denke so, ey Alter, so ich stellvertretend für dich, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja. Und ich finde eh, das ist was uncool ist, so durch die Betten zu hüpfen, weil das ist doch genauso wie immer nur den ersten Pfannkuchen zu essen. Der erste Pfannkuchen wird eh nie was. Die Pfanne ist noch nicht so richtig heiß, ja, es fehlt Öl. Irgendwas klebt, man improvisiert, ja, und hat dann irgendwie Kaiserschmarrn. Ja, früher habe ich noch viel Aufwand betrieben beim Kochen, wenn ich heute koche, Nudeln. Und ich meine nicht zum Beispiel Nudeln, sondern Nudeln. Die mache ich dann lecker mit Pesto, ja, weil es so schnell geht und lecker ist, ja. Und ich mir dabei nicht so erbärmlich vorkomme wie mit Ketchup. Ich meine, früher habe ich noch echt viel Aufwand betrieben beim Kochen, aber warum betreibt man als Mann Aufwand beim Kochen? Für Sex. Ja, oder? Das war ein... Ja. Ja, aber das ist, ich habe ja da gerade auch niemanden, ich mache mir schon mal Gedanken irgendwie, auf was legen Frauen irgendwie Wert, irgendwie, was suchen Frauen, muss es irgendwie perfekte Designer-Klamotten sein, irgendwie super teuer, ne, oder? Oder der super trainierte Waschbrettbauch, schon eher? Ich habe ja selber ein bisschen mehr irgendwie drauf, weil mir ist wichtig, dass sich Frauen bei mir dünn fühlen. Aber ansonsten einfach ein netter, humorvoller Typ. Also, so wie ich zum Beispiel, ja. Wie heißt du? Hallo Marion. Ich finde es schön, ja, weil sowas gibt mir Hoffnung für die Liebe. Ja. Mir ist aufgefallen, du hast die ganze Zeit schon in meine Richtung geschaut. Ich könnte mal was für uns kochen. Ich habe schon lange nichts mehr gekocht. Ja.
Aber vielleicht Romantik. Romantik ist ja auch immer schön, ja. Und wer das gut kann, Bruno Mars, ja. And I will catch a grenade for you. Der spaßt. Ich würde für dich eine Granate fangen, ich würde mir für dich eine Kugel in den Kopf schießen, ich würde für dich vor einen Zug werfen und die Frauen denken so, das ist so romantisch. Und ich sage, ey, tu's, Alter, oder halt die Fresse, echt jetzt? Mann. Ey, ist das Romantik? Man muss es gar nicht tun, sondern nur sagen, egal wie unrealistisch. Das kann ich auch. Marion. Ich schnitz ein Herz aus dem Mond für dich. Ich baue ein Schloss, nur für deine Schuhe. Vielleicht mal Hand hoch, wie kommt es an? Wer muss schon das Höschen auswringen? Aber einen habe ich noch. Du bekommst von mir zu Füßen gelegt die Fernbedienung. Nee, es gibt noch Grenzen, ja? Ja, aber so gesunde Ernährung ist, finde ich, generell schwierig irgendwie. Ich habe vorher noch eine Tafel Schokolade weggedrückt, die komplette Tafel, als wäre es Brot. Eigentlich nach 18 Uhr esse ich gar kein Brot. Aber ich meine, die halbe Tafel wäre noch okay gewesen, ja, aber Milka Kuhflecken, die hat im Gegensatz zu den anderen Milka-Sorten nicht 6, sondern nur 5 Riegel. Die Tafel hat gar keine Mitte. Und er ist erstmal nur 2 Riegel, weniger als die Hälfte, klar. Denk aber dann, der Riegel in der Mitte gehört zu dem Stück, was ich schon gegessen habe. Esst es auch noch. Und da bleibt ja ein Stück übrig. Ey, das ist nicht mal die Hälfte. Esse ich dann auch noch. Und ich ärgere mich dann aber doch und dann gucke ich auf die Verpackung und dann steht dann da, wieder verschließbar. Es gibt Clips zum Wiederverschließen von Chipstüten. Clips zum Wiederverschließen von Chipstüten. Ich mache die Tüte auf. Ende. Dankeschön. Andreas Weber! Andreas Weber war das. Wir kommen zum letzten Künstler. Habt ihr noch Kraft? Bist du noch am Start mit der Hupe? Du hast gar nicht viel zu tun heute. Die halten sich super an ihre Zeiten. Hup nochmal, ob es auch geht. Hast du noch was zu trinken? Du hast Nachschub bekommen? Von wem? Krass. Brauchst du noch eins? Wie viel hast du getrunken schon jetzt? Drei. Ich gebe dir noch eins aus. Aber für den letzten Künstler, guck mal, das ist jetzt auch schön warm, das stand unterm Scheinwerfer. So, super. So, wir kommen zum letzten Künstler des Abends. Und dann gibt es eine kleine Pause, da könnt ihr dann abstimmen. Das sage ich gleich nochmal, wenn alles vorbei ist. Er kommt aus Berlin, Ingmar Stadelmann. Ein Mann, ein Mikro, das ist nicht viel, aber für Ingmar Stadelmann reicht es, um in kürzester Zeit von derbe nach sophisticated zu reisen. Was ist denn los mit den Menschen, heißt sein aktuelles Programm. Und immer wieder taucht diese Frage wie ein Mahnmal in seinem Kopf auf, wenn er Menschen in Berliner U-Bahn sieht und das Gefühl hat, diese Stadt hat gar keine Psychiatrie. Mehr wird er euch jetzt gleich selbst erzählen. Hier ist aus Berlin Ingmar Stadelmann. Oh, ja, geht wieder. Hi. Alles gut, Stuttgart? Wie geht's euch? Gut. Okay. Ja, mein Name ist Ingmar. Mir wurde versprochen, wenn du da auftrittst in Stuttgart, da herrscht Euphorie. Okay.
Du warst die Milf, auf die Andreas so steht, ne? So, ja, toll. Er guckt so ein bisschen. Ein paar wissen, was Milf ist, die anderen googeln das gleich. Das ist in Ordnung. Toll, schön. Sie gucken so gierig auf meine Hose, was ist denn los? Kannst du... Ich trage sie nicht umsonst. Nee, ist Mutter. Nein, ich habe sehr, sehr lange Hoden. Ja gut, Schlepphoden, genau. Ja, das ist gut, aber da wollte ich gar nicht drüber reden. Das ist ein erstes Problem, ne? Also man kann im Sommer nie kurze Hosen tragen. Und wenn doch, dann die Schuhe nochmal größer. Also das ist ein ernstes Problem. Wollten wir jetzt nicht. Fahrrad fahren geht ja auch nicht. Ne? Schon mal mit den Schnürsenkeln verheddert. Ja, ne? Also das... Das wollte ich aber jetzt gar nicht, Mensch. Ihr bringt mich ganz durcheinander hier. So, das wollte ich gar nicht. So, Marion, was ist das hier für eine Kondition? Ist das deine Tochter oder sehr späte lesbische Erfahrung? Was ist es jetzt? Stuttgart, man muss ja fragen. Ihr gehört aber zusammen, ne? Tochter, ja. Wie alt bist du? Wie heißt du? Du heißt Marion und du heißt auch Marion? Nein. Marion, Marion, klingt nach Schlager. Wie heißt denn die Mutti? Ich brauche eine neue Uli. Wie heißen Sie? Stuttgart, wo Frauen Männernamen haben, ja. Ich heiße selber Ingmar, ey. Pff. Kein Problem, alles okay. Schön, ja. Wie war es für Sie bis heute Abend so, Uli? Marion, war der Andreas was für dich? So ein Typ, wo du den Schlüpper an die Wand wirfst und der kleben bleibt? Oder er nicht, so. Ja? Gut, ja, ich achte jetzt auch immer sehr, ich habe nicht viel Zeit, deswegen muss ich ein bisschen beeilen, ich achte jetzt auch immer sehr darauf, dass die ersten Reihen einigermaßen attraktiv sind. Das ist mir wichtig, das ist ja sehr schön hier heute Abend. Ich war letzte Woche in Cottbus. Ein Gesichtsgulasch, Freunde. Wirklich, da saß einer in der ersten Reihe, der sah aus, als hätte der liebe Gott eine Wette verloren. Ja, also wirklich, so ein Gesicht wie so ein bunter Eimer Knete, irgendwie so. Im Prinzip ein bisschen wie du, nicht? Also, es ist nur Spaß. Ja, es ist ja Comedy, nicht? Man sagt Sachen auf der Bühne, die muss man nicht so meinen. Kann aber. Es ist... Wirklich, wie heißt du überhaupt? Du bist ja... Jochen, das ist hart genug, da machen wir keine Witze. Jochen, kann ich dir was ausgeben? Möchtest du ein Bier haben oder irgendwas? Hab ich was verpasst? Hast du schon eins gewonnen? Möchtest du eins haben? Gehst du hier zur Bar und bleibst da? Das ist nur Spaß. Wirklich nur Spaß. Ich war ja auch nicht immer so hübsch, Jochen. Nee. Als Jugendlicher hatte ich ganz schlimme Hautprobleme. Ich sah aus wie so eine halbfertige Pizza Margarita am Gesicht. Ja. Zusätzlich hatte ich so Pusteln, die beim Niesen mit aufgingen. So. Mein eigener Vater hat ihm gesagt, Junge, ein Schlag auf den Hinterkopf und vorne ist Silvester. Wobei, man soll ja nicht schlecht über seine Eltern reden, das macht man ja nicht, das macht man nicht. Eigentlich war es eine tolle Kindheit, ne? Mein Papa und ich, wir waren fast jedes Wochenende draußen in der Natur. Ne? Wir machen das heute noch mit seinen Kindern, ne? Wir waren jedes Wochenende im Wald. Ne? Gut, der hat dann montags immer ein bisschen verkniffen geguckt, wenn wir allein zurückgefunden haben. Aber im Prinzip war es eine schöne Kindheit, nicht? Das hat mir ja nicht geschadet. Also ich weiß heute noch, wenn man mit verbundenen Augen und Handschellen auf dem Rücken nach Hause findet. Ich meine, und vielleicht muss man zur Verteidigung meines Vaters sagen, ich war ja nicht nur blöd, ich war auch strunzendumm, ne? Ich war nicht nur hässlich, ich war auch strunzendumm. So. Wirklich. Meine Lieblingsantwort in der Schule war immer, keine Ahnung. Ja, da bin ich weit mitgekommen. Keine Ahnung. Ja, bis meine Lehrerin irgendwann gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ein Kind allein so blöd ist. Ich lade mal seine Mutter ein. Ja. Da hat sie meine Mutter eingeladen, zu meiner Mutter gesagt, Frau Stadelmann, was ist das Problem? Der Junge kommt nicht mit, der versteht nichts. Ja, meine Mutter hat zu ihr gesagt, keine Ahnung. Ja. Hat mein Lehrer gesagt, Moment, Frau Stadelmann, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ingmar, noch nicht. Ingmar, wer hat den Vertrag zur Wiedervereinigung unterschrieben? Keine Ahnung. Da ist meine Mutter ausgerastet, ne? Hat mich geschüttelt und schreit durch den ganzen Raum, du sagst der Frau jetzt sofort, ob du das unterschrieben hast oder nicht. Und meine Lehrerin so, Frau Stadelmann, also, ja, zeigen Sie mal, ich kenne seine Unterschrift, nicht so. Das ist das Level, wo ich herkomme, nicht so. So ein bisschen, so, toll. Gibt es hier Paarkonstellationen hier vorne? Jochen, ist das Jochina oder wie gehört ihr zusammen? Ja? Ja? Wie lange schon?
10 Jahre. Da war sie doch 12, Jochen. Das ist verjährt. Alter Edati-Freund. Und 10 Jahre, wisst ihr noch, wie ich euch kennengelernt habe? Was war der erste Satz, Jochen? Was hast du gesagt? Keine Ahnung, wahrscheinlich. So. Aber wo? Kann man erzählen, wo ihr euch kennengelernt habt? Wo das? Mannheim. Stadtkern. Du lagst auf der Wiese. Oder wie? Wo da in Mannheim? Gab es irgendein... Lesesaal heißt das offiziell. Ist das ein Puff oder was macht man? In Berlin wäre das ein Puff, ne? Wir treffen uns im Lesesaal, alles klar. Und da hast du gesagt, bist du hin und hast hingesetzt, na, liest du auch? So ungefähr? Sie hat deine Diplomarbeit korrigiert? Nein, aber du hättest gerne, dass sie korrigiert. Oder ihr habt es probiert, aber seid falsch abgebogen und jetzt bist du hier. 10 Jahre, toll. Kommt jemand drüber? Hat jemand mehr als 10 Jahre? Wer kommt, bietet mehr? Jemand mehr als 10? Oh, da, sie. Wie viel? 23 Jahre. Wo ist er? Daneben doch. Toll. Da kann man klatschen. 23 Jahre ist geil. Das ist doch super. Einige hier drüben sehen nicht so beeindruckt aus bei 23 Jahren. Kommt noch jemand drüber? Hat jemand mehr als 23? Oh, sie? 37 Jahre. Mit einem derselben. 37, was ist der Trick? Wie macht man das 37 Jahre? Ja. Fresse halten, genießen. Ne? Lass sie reden. So. 37 Jahre, wie geil. Ich frage das, weil meine Beziehungen gehen immer irgendwie schief. Meine letzte Beziehung ist daran gescheitert, dass sie zu mir gesagt hat, Ingmar, sei immer ehrlich zu mir. Frauen sagen sowas, nicht? Die sagen, sei immer ehrlich zu mir und dann kaufen sie sich ein neues Kleid. Das ist nicht klug, ne? Zieht dieses Kleid an, stellt sich vor mich hin und sagt, macht mich das Kleid fett? War ich ehrlich, ne? Hab zu ihr gesagt, also das Kleid macht dich nicht fett, ne? Nee? Nee, das Fett macht dich fett. Oh! Wollte sie nicht hören. Dann hieß es gleich, ja, irgendwann das mit der Beziehung lassen wir, aber wir können ja Freunde bleiben. Ja, das ist ein Satz, den man hören will als Mann, oder? Das heißt, wenn ich zu dir sage, deine Katze ist tot, aber du darfst sie behalten. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Schwachsinn, ne? Das ist scheiße. Frauen sagen sowas, Männer wollen es nicht hören. Es sind oft die Kleinigkeiten, diese Details, die uns unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Männer und Frauen benutzen zum Beispiel aus völlig unterschiedlichen Motiven gerne Tempotaschentücher bei Filmen. Ja, lasst euch Zeit. Da wird erklärt. Toll. Und Frauen stellen ja seltsame Fragen in Beziehungen. Ne? Die stellen seltsame Fragen, Freunde. Ich hatte 3 Jahre Beziehung. Nach 3 Jahren Beziehung kommt sie zu mir und sagt, Ingmar, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen. Onanierst du noch? Was soll ich denn da sagen als Mann? Keine Ahnung. Ist es immer ernst, ist es Fremdgehen, wenn ich es mir selber mache? Ich meine, rennen Sie da nach 30 Jahren in die Bude und schreien, was hat die Hand, was ich nicht habe? Einfache Antwort, Hornhaut. Ja, das ist ja so. Ne? Wir sind ja unter uns heute Abend, da können wir das mal klären. Ne? Männer und Frauen, bei Männern ist es so, wir onanieren immer, Freunde. Ne? Es gibt genau 2 Gründe, Geilheit oder Langeweile. Eins ist immer da. Und meistens ist es Langeweile, Jochen, oder? Das ist ja so. Das ist ja so, nicht? Aber Sie haben ihn durchschaut, ne? Sie wissen, wie er tickt, ne? Deswegen sind die so lange glücklich. Ne? Sie weiß, sein Kopf hat nur 2 Hälften. Und da ist nur Hunger, Bumsen. So. Wenn sie ihn nach über 30 Jahren in der Bude trifft, ohne Erektion, schmiert sie ihm eine Stulle. So. Das ist Liebe. Das ist Liebe, Freunde, so funktioniert das, nicht? Man muss mitdenken in so einer Beziehung. Da gibt's an Valentinstag keine Rosen, da wird auch mal der Staubsauger ins Bett gebracht. So, einfach mal dabei sein, ne? Oder wenn er sieht, Schatz, den Müll schaffst du doch nicht alleine, einfach mal sagen. Ja, geh doch 2-mal. Es ist... Das ist die Wahrheit. Man muss mitdenken, nicht? Das ist so wichtig.
Und Komplimente sind nach 30 Jahren noch wichtig, oder? Immer noch Komplimente machen, ne? Einfach mal sagen, ich liebe dich, ne? Scheißegal, ob es stimmt. Einfach sagen. Ich liebe dich, ne? Nicht zu mir, zu ihr. Ne, das so. Oder auch als Frau zurück zum Mann sagen, ich liebe dich, ne? In Momenten, wo der Mann nicht damit rechnet. Beim Oralsex. Ne, da sitzt man ja oft so da, als Mann denkt, ja, gleich, gleich sagt sie es gleich. Ja, gleich, ja, ja. Und was hört man oft? So. Und dann ruhig mal sagen, sprich deutlich, Schatz. Ja, das ist... Kommunikation ist alles. Bevor ich weitermache, wie alt bist denn du überhaupt? 13? 12! Ja, dann ist okay. 12-Jährige heute sind ja ganz anders drauf. Ich habe vorhin in der U-Bahn gesessen, da sitzen zwei 12-Jährige. Da sagt der eine zum anderen, sag mal, hast du deine Freundin schon ins andere Loch gefickt? Ich war völlig schockiert. Und der andere sagt, da kann die doch schwanger werden. So. Seid so. So sind 12-Jährige heute. Ne? Du bist eine Gute, du hast dich ordentlich angezogen, das stimmt. Ne? Aber guck mal morgens in so einen Schulbus rein. Alter Schwede! Das sieht aus, als würde man hier Zwergenprostituierte nach Rumänien zur Arbeit fahren. Aber das ist schlimm. Sowas gab's bei uns früher nicht. Ich bin schon explodiert, wenn ich Pippi Langstrumpf in Strapsen gesehen habe. Ne? Da ist mir völlig Draht durchgebrannt. Ne? Heutzutage ist alles anders, die sind anders drauf. Ne? Deswegen habe ich auch selber erlebt, wie das so ist mit den Kindern. Willst du wirklich eigene Kinder in diese Welt setzen? Da habe ich gesagt, da habe ich Angst. Da habe ich Angst, dass meine Kinder einfach unglaublich hässlich werden. Ne? Und dumm. Potenzial ist da. Hm, keine Ahnung. Ne? Das geht ja schneller, als man glaubt. Eine Freundin von mir hat eine Tochter, die ist 7. Ne? Die ist abartig hässlich. Es ist so ein unglaublich hässliches Kind. Ich habe erst gar nicht erkannt, dass es ein Kind ist. Ich sage das nicht so, ich habe es ja überprüft. Ne? Ich war mit der Kleinen im Supermarkt. Ne? Und da habe ich die wirklich nur Spaß, zum Schluss mal auf dem Kassenband mitfahren lassen. Und als der Scanner kam, stand da Wurschgulasch 2,60 Euro. Also das will man doch nicht für sein Kind. Und dann habe ich gesagt, nein, dann, es sind doch genug Kinder da, man kann doch Kinder adoptieren, ne? Da kann man sich doch aussuchen. Da würde man doch immer schöne und intelligente Kinder adoptieren, ne? Geht doch keiner los und sagt, geben Sie mal so einen dicken Ronny aus dem Osten. Das sagt doch keiner. Das macht keiner. Ne? Man will, nein, das macht keiner. Man will immer schöne, intelligente Kinder. Deswegen nimmt man auch ausländische Kinder. Deutsche Kinder sehen aus wie gehackt ist mit Augen drin. Das ist eine Katastrophe. Ne? Die müssen schön sein und irgendwas können. Darum geht's. Mach mal einen Fernseher an, das ist alles voll mit Talentshows. Ne? Die müssen gut aussehen oder irgendwas können. Darum geht's heutzutage. Ne? Und wenn du heute an eine Grundschule gehst, da steht nicht mehr Schulveranstaltung. Da steht Talentshow. Auch bei den Kleinen, habe ich selber erlebt. Ne? Wir kommen da rein. Da war eine 6-Jährige, die hat bei einer Talentshow an der Grundschule eine Rolle vorwärts auf einer Matratze gemacht. Bei einer Talentshow. Eine Rolle vorwärts auf einer Matratze. Und die Eltern sitzen neben mir und machen die ganze Zeit. Ich denke, was ist denn los? Wir sind so aufgeregt. Ich denke, wieso, was ist denn los? Wir sind nicht sicher, ob sie es packt. Und ich denke, eine Rolle vorwärts machen? Mit 6? Auf einer Matratze? Ich denke, das sollte möglich sein. Und als dann dieser vakuumverpackte Rollmops auf die Bühne kam, da war ich mir auch nicht mehr sicher, ob es packt. Wie dieser Mini-Moby Dick in Slow Motion angesetzt hat zur Rolle vorwärts, wo du dem Kind einfach zurufen wolltest, zieh einfach Arme und Beine ein, du rollst von allein. Und als sie fertig war, macht sie einen auf Olympia. Alle applaudieren, Standing Ovation für das fertige Kind. Und bin der Einzige im Saal, der schreit, was zur Hölle? Das war doch scheiße! Im Grunde genommen applaudieren hier alle gerade wegen der Schwerkraft! Halt die Fresse, wo ist die Hupe? Jochen, ey. Ich bin ja gleich fertig, so. Und danach kamen zwei kleine chinesische Jungs, ne? Die haben Geige gespielt, als ginge es um ihr Leben, ne? Denn es ging um ihr Leben, ja? Und das sind die Kinder, die ich gerne hätte, nicht? Ihr habt es gut hier, hier ist es entspannt, hier kann man Kinder großziehen, nicht? Hier ist es cool, aber Berlin ist ja auch alles kaputt, ne? Die Menschen sind kaputt, ne? Gebäude sind kaputt. In Berlin sind Sachen kaputt, die sind noch nicht mal eröffnet. Das kennt ihr ja.
Nein, aber ihr habt's gut. Ihr könnt hier entspannt abends weggehen und ein Bier trinken. Ne? Das möchte ich euch noch mitgeben. Ihr habt's gut in Stuttgart. Hier kann man entspannt abends ein Bier trinken. Kannst du in Berlin vergessen. Ich hab's letzte Woche probiert in Kreuzberg. Mit einem Kumpel in die Bar rein. Ja? Wir wollten nur ein Bier trinken. Ne? Da kommt so ein kleiner aggressiver Typ auf uns zu. Kurze Haare, bisschen Bart. Total aggressiv. Wir ignorieren den. Setzen uns an die Bar. Irgendwann steckt er seinen Kopf zwischen uns durch. Und er sagt original, man soll es nicht für möglich halten, aber ich hab eine Muschi. Haltet mich für naiv, aber es wird hier heute Abend nicht passieren, ne? Ich hab eine Muschi. Ja, was soll ich denn mit so einer Info? Ich hab eine Muschi, mach euch trotzdem Bede fertig. Es ist ja gut, ne? Irgendwann habe ich mich umgedreht, habe gesagt, Sie haben zu viel getrunken, bitte gehen Sie nach Hause, Frau Künast. So, ich muss... Dankeschön. Ciao. Ingmar Stademann! Ingmar Stademann, am 21. Mai... spielt er in der Rosenau sein ganzes abendfüllendes Programm, 21. Mai, wenn ihr Lust habt. Und du darfst mir die Hupe wieder geben. Jetzt konntest du am Schluss ja nochmal brillieren, super. Und ein Riesenapplaus! Super gemacht, hey! So, wir sind jetzt schon am Ende. Bevor es zur Abstimmung geht, wollen wir natürlich nochmal alle, die heute hier aufgetreten sind, auf die Bühne holen, damit ihr euch nochmal dran erinnert, wer alles da war. Und ich fange einfach mal von vorne an und ihr klatscht nochmal, was ihr könnt. Hier ist für euch Benny Kaltenbach! Atze Bauer! Sandra Petratz! Friedemann Weise, Robert Allen, Simon Pierce, Andreas Weber und Ingmar Stadelmann. Das sind die Künstler, für die ihr jetzt gleich abstimmen könnt. Und zwar haben wir hier von 1 bis 8 und genauso sind hier vorne auch so kleine Schachteln am Bühnenrand aufgestellt. Da könnt ihr jetzt eure Chips reinwerfen, wo ihr wollt. Also müsste jetzt alles richtig zugeordnet sein. Ihr müsst jetzt aber nicht die 10 Minuten hier stehen bleiben, damit die Leute immer schauen können. Also schaut es euch nochmal kurz an. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Und hier vorne sind jetzt so Kartons. Da stehen sogar auch noch die Namen drauf. Mensch, ist ja ganz einfach. Da schmeißt ihr eure Chips rein. Und nach 10 Minuten gibt es dann das Ergebnis. Und dann haben wir einen Master Comedy Champ. Und jetzt viel Spaß beim Abstimmen. Bis gleich. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung und werden verkünden, wen ihr am lustigsten fandet heute Abend. Wir holen nochmal alle auf die Bühne. Benny Kaltenbach, Atze Bauer, Sandra Petrat, Friedemann Weise, Robert Allen, Simon Pierce, Andreas Weber und Ingmar Stadelmann. Und da stehen sie wieder. Ich gehe mal hier auf die andere Seite. Das war's. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Nein, hahaha. Konnte ich mir nicht verkneifen. So, wir kommen zum zweiten Platz. Da gibt's ja gar nichts zu überreichen. Oder habt ihr einen Scheck oder so? Also, es war also imaginäre 200 Euro. Und ihr klatscht jetzt mal so richtig kräftig, bevor wir die Preise vergeben, nochmal für alle 8 Teilnehmer, die heute da waren. Es war wirklich super lustig. Und den zweiten Platz heute Abend beim dritten
Master Comedy Champ hat gewonnen. Robert Allen! So, und jetzt haben wir hier den schönen Pokal und eine Flasche Held-Wodka und gewonnen hat auch einen Auftritt im SWR-Fernsehen, muss man auch mal erwähnen, das ist nämlich auch ein ziemlich toller Preis. Gewonnen hat heute Abend Ingmar Stadelmann! So, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hole den Marc auf die Bühne. Er wird euch noch ein paar Termine nennen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für die gute Laune heute Abend. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ja. So. Also herzlichen Glückwunsch an Ingmar Stadelmann, an Robert und alle anderen Teilnehmer. Es war ein wunderschöner Abend. Ich hatte richtig Spaß. Hattet ihr auch Spaß beim dritten Master Comedy Clash? Macht nochmal Stimmung. Und wir hatten nicht nur 8 Künstler auf der Bühne, die heute im Wettbewerb angetreten sind. Wir hatten auch einen wunderbaren Künstler aus der Gruppe 5, Christian Langer. Und macht nochmal mindestens einen so großen Applaus für den Christian, der das wunderbar gemacht hat. So, Ingmar, magst du noch was sagen eigentlich dazu? Ja, erstmal Dankeschön, dass ihr mich zu eurem Diktator gewählt habt. Dafür... Und Applaus für die ganzen Künstler heute Abend hier auf der Bühne. Ja. Ne? 21. Mai sehen wir uns ja sowieso alle wieder für euch quasi im Pflichttermin in der Rosenau und dann den ganzen Show. Ich muss vielleicht das mit Renate Künast. Ich krieg da immer Mails. Von so Typen. Wahrscheinlich ist Renate Künast, aber die schicken mir so Mails. Und beschweren sich, dass es nicht okay wäre wie und so. Aber ich habe ja gar nichts gegen Lesben. Also das ist ja nicht... Ich war ja lange selber... Nee, aber das... Nein, aber es gibt ja so verrückte Sachen. Ich denke, die machen mich an. Aber ich habe jetzt in Berlin gibt es jetzt einen Lesbenfriedhof. Ist ohne Scheiß, es gibt einen Friedhof nur für Lesben. Da liegen nur Lesben. Als wäre ein Friedhof allein nicht gruselig genug. Da liegen nur Lesben. Nur Lesben? Wie lange kann man sich überhaupt selber ausgrenzen? Bis über den Tod hinaus oder was? Was ist denn? Ich meine, das macht doch gar keinen Sinn. Na gut, man muss nie gießen, ist alles feucht immer. Aber du kannst ja... Nur Lesben! Der ganze Friedhof, was soll denn das? Ich sehe schon Horden besoffener Männer nachts über diesem Friedhof in die Erde ficken. Du wolltest doch immer auch, du. So. Das ist nicht gut. Nee, das macht mich auch aggressiv. Das ist so ein bisschen ein Problem. Also ich bin da wirklich, eigentlich bin ich wirklich entspannt, was das angeht, muss ich sagen. Nee? Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist schwul und den liebe ich. Nicht so, aber ich liebe ihn. Ne? Also auf eine platonische Art und Weise. Der ist schwul und Moslem. Schwuler Moslem. Schwuler Moslem. Muss man ganz oft sagen, sonst glaubt man nicht dran. Schwuler Moslem. Das ist ein bisschen wie Ossi mit Job, muss man suchen, gibt's aber. Und das ist super. Man kann ja so viel lernen von anderen Kulturen. Nicht? Und ich treffe mich dann einmal die Woche, da sitze ich dann mittwochs im Café mit Bushido. Das ist so super. Ich meine, da kann man so viel lernen, ja? Weil die machen ja einmal im Monat, machen die hier, wie heißt es? Fisten. Fasten. Ach. Sorry, ich komme immer durcheinander. Fisten, Fasten. Ne? Eins für den Magen, eins für den Darm. Also aufpassen. Konzentrieren, nicht? Ramadam, Rammeldarm, ja? Also, das ist, weil Bushido einen Arsch offen hat. Ne? Da kommt man immer durcheinander. Das ist so, sorry. Ne? Das, also, aber Fisten hat mich schon irgendwie interessiert, muss ich sagen. Also nicht so, nicht? Aber also... Zu mir ist noch nie eine Frau gekommen und hat gesagt, guten Tag Ingmar, steck mir mal die Faust in den Arsch. Ist mir noch nicht passiert. Ist mir noch nicht passiert, nach 30 Jahren vielleicht, aber mir ist es noch nicht passiert. Und da hat er gesagt, doch, aber Schwule, die machen das sehr, sehr gerne, die fisten unglaublich gerne. Aha, aber man muss auf die richtige Technik achten. So, 12-Jähriger, aufpassen, jetzt. Fisten-Grundkurs für alle, nicht?
Du gehst als gestandene Frau hier heute raus, das ist super. Wie fistet man richtig? So. Also, nicht? Wir stellen uns vor, hat er gesagt, ich gebe nur wieder, was er mir erzählt hat. Man muss sich vorstellen, es wäre ein kleiner Maulwurf. Rapante, rapante. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Streich, das ist ein anderer Maulwurf. Nee? Das ist Fisti, der kleine Maulwurf. So. Und jetzt muss man sich quasi vorstellen, Fisti will nach Hause. Nicht? Fisti möchte in die dunkle Höhle, wo er sich am wohlsten fühlt. Nicht? Und da muss man ihn hinbringen. Vorher kurz schnäuzeln. So. Und dann langsam, aber mit Nachdruck, nee, nach dem Motto, ist das Loch zu stark, bist du zu schwach, ne? Fisterman's Friend. Vorsichtig sein, so dass es Spaß macht, nee, für ihn auch vor allen Dingen, nicht? Also quasi Fisting for Compliments. Und irgendwann macht's flipp und er ist drin, so. Und ab da ist es im Prinzip so, Zitat mein schwuler Kumpel, im Prinzip so, als würde man beim iPhone die Fotos groß machen. Freunde, ich kann iPhone-Usern gar nicht mehr ins Gesicht gucken. Letztens kommt meine Oma zu mir und sagt, irgendwann, ich habe jetzt dieses Smartphone, wie macht man denn die Fotos groß? So. Und dann sind die eigentlich groß. Da sagt meine Oma, ach, das ist ja wie beim Fisten. Ja, mach's gut, bis dann, ciao. Dankeschön, Stuttgart. Letztes Jahr den Clash gewonnen, dieses Jahr den Master Clash gewonnen. Also quasi gegen alle besten Comedians der Welt heute hier auf der Bühne versammelt waren sie. Und ich bin am Ende zurückhaltend und bescheiden, wie ich bin, der Sieger geworden. Dankeschön dafür. Ich hoffe, ihr kommt alle zum Soloprogramm am 21.05.